Prost, die Dame, Prost, die ganz vielen Herren. Lost Echo, Leute. Prost. Zum Wohle. Und willkommen beim Biertaucher Podcast Nummer 250. Heute mit Horst. Ich bin der Horst, aber das war der Stefan. Horst. Anna. Horst. Und Jens. Und Gregor. Ja, und Dennis. Sehr gut. Und Voldemort. So schön, was? Dass du es dir vorgestellt hast. Mhm. Können wir es noch einmal machen? Was? Das haben wir noch nie gemacht. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der der Agentur für Online-Marketing aus Österreich von Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Genauso wie an alle unsere Flatterer. Wir haben derzeit keine. Ja, wir haben schon wieder zwei Flatterer. Wir haben den Ayumu verloren. Als Flatterer. Ja, das ganze Flatterer ist irgendwie unmodern geworden. Ja, wobei also, es funktioniert noch, man kann noch flattern. Dafür funktioniert mein Flatter-Account jetzt nicht mehr. Aha, okay. Also, vielleicht liegt es an Flatter. Irgendwas knirscht da ganz gewaltig. Und wir nehmen auf, wie immer beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Wir trinken Ayran und Bier und Radler. Genau. Kommen wir rein mit unserem Teaser-Inhaltsverzeichnis. Ich dränge mich vor. Ich habe wieder tolle Talks vom Easter Hack zu empfehlen. Diesmal bleibe ich auf der Netzpolitik und auf der Technikschiene. Mhm. Oh, ich kann erzählen, dass ich in Vorarlberg war bei einer Lehrerschulung. Das ist gleichzeitig auch seine Ausrede, weshalb er letzte Woche nicht da war. Ich habe Entschuldigung mitgebracht. Ich war auf der Katzenausstellung. Yeah. Wow. Okay. Ich bin noch nicht sicher, ob ich ranten werde oder höflich schweigen. Ranten. Immer unkoordiniert hin und her oszillieren. Erst ranten, dann wieder schweigen und dann wieder ranten. Böse Schweigen. Ich überleg mal das noch. Ja, Staccato. Böse Schweigen. Böses Schweigen. Ja, und ich habe gespielt Lost Echo, ein Point-and-Click-Adventure unter Android, und vielleicht rede ich über einen der Filme, die ich gesehen habe. Es steht mir schon länger My Son, What Have You Done auf meiner Liste. Das würde ich vielleicht gern abarbeiten. Okay, dann beginnen wir den vierteltausendsten Podcast. Beginnen wir mit Aufarbeiten und Errata. Bitteschön. Also, ich habe das letzte Mal ein bisschen schleißig Biolumineszenz und Elektrolumineszenz in einen Topf geworfen. Das ist natürlich keine gute Idee. Also, ich habe das letzte Mal mit dem EL-Weiher von Elektrolumineszenz gesprochen und nicht von Biolumineszenz. Also, die Leuchtkäfer funktionieren schon ein bisschen anders. Das ist mein Erratum. Und nachzutragen haben wir einen Artikel, den uns ein Unbekannter gespendet hat, und ich habe mich bisher nicht getraut, ihn vorzustellen, weil ich den Inhalt nicht kannte. Und zwar die Überschrift darüber war, dass das Seymour Papert 88 geworden ist, und Schande über mich, ich wusste nicht bis vorher, wo ich es recherchiert habe, wer er denn ist. Ihr kennt ihn? Sicher. Na dann. Der hat praktisch den Laptop-Computer, nicht den Laptop, den One-Laptop per Child-Computer in den 70er Jahren schon vorausgedacht. Jupp, der hat auch zum Beispiel Logo erfunden. Genau. Der hat auch mit dem Piaget an der Entwicklungspsychologie gearbeitet. Also das war einer der Vordenker der Erziehung, insbesondere was IT-Erziehung angeht. Aber nicht nur. Ein sehr hübsches Paper dazu und einen kleinen TED-Talk werden wir auch verlinken, wo seine Arbeit so in einer Viertelstunde vorgestellt wird, was der so alles gemacht hat. Ich glaube, der heißt vom Titel her The Inventor of Everything, weil er eben so viele verschiedene Sachen vorhergesagt oder geplant oder entwickelt hat. Es gibt auch ein sehr hübsches Scratch-Video, wo das Scratch-Team vom MIT sozusagen in Huldig
Das ist auch ein MIT-Paper da, was ich, was wir verlinkt haben. Ja. Hat man das auch erledigt. Sonst zum Errata, ich freue mich, dass ihr mich so oft letzte Woche erwähnt habt, obwohl ich gar nicht da war. Hat mir sehr gefallen. Naja. Wie bei den Simpsons, da gibt es ja auch diese Itchy und Scratchy und der Hund. Und da meinte dann Homer, ja, jetzt brauchen wir eine spezielle Folge und er fehlt. Und wenn er fehlt, dann muss in jeder Szene, wo er fehlt, dann gesagt, wo ist Pucci? Genau, Pucci war das. Oh. Dieser moderne Hund mit dem Skateboard und der Baseballkappe. Und war in derselben Folge schon wieder weg. Genauso wie eine andere Person, der dann bei der Simpsons-Familie plötzlich eingezogen ist und dann am Ende der Folge schon wieder ausgezogen ist. Herrlich. Ich hätte noch einen Nachtrag zum letzten Mal. Wir haben uns da ja ein bisschen ausgetobt über Republik Kugelmugel und haben dann doch den Vortrag gehört vom Dennis über die Kompetenz. Woraufhin ich recherchiert habe, was das jetzt etymologisch ist, die Kompetenz. Also es ist nicht ganz klar, ob es ein hypotaktisches Kompositum ist oder ein Determinativkompositum. Da streitet man sich drüber. Und es gibt relativ wenige so ähnliche Wörter im Deutschen. Ein paar lassen sich finden, wobei die sind auch schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Zum Beispiel das Klein-Klein wäre so ein Wort. Oder das Bonbon. Dann vielleicht noch ein Bitte-Bitte. Und als Musikinstrument hätte ich noch das Tam-Tam. Aber dann ist ziemlich aus. Aber dieses Kompetenz hat ja schon eine Bedeutung. Und zwar, absolut, haben all die Wörter hier. Achso, ja, dann würde ich jetzt gerne die Bedeutung von allen Wörtern hören. Und ich fange wenigstens dann persönlich an mit der Kompetenz. Und zwar ist das die Kompetenz zu verbreiten. Also das heißt, ich habe die Kompetenz zu sagen, wem ich die Kompetenz in einem bestimmten Gebiet gebe. Bist du sicher, das ist, kann man nicht mit Souveränität von einem Staat zusammenfassen? Und kann man das ewig weiter fortsetzen? Gibt es da noch eine Kompetenz? Weil irgendwer muss ja auch dem, der Kompetenz besitzt, vielleicht jedem die Kompetenz verleihen. Gibt es das nicht? Das fällt ja schon für mich und schon wieder auf die Frage hinaus. Entschuldigung, der Radler ist ziemlich gut gerade. Der hat mich gerade unterbrochen. Die Länder und die Städte haben ja selber auch eine bestimmte Kompetenz, aber sie haben nicht die Kompetenz. Redet ihr mal weiter, ich habe meinen Döner. Super überlegt. Also das war jetzt eindeutig die Betonung auf dem hypotaktischen Kompositum, also auf der Zusammensetzung dieses Wortes, das davor steht, was das dahinter dann näher beschreibt oder halt dazu eine Aussage macht und nicht nur das Determinativkompositum, was den Wiederholungsaspekt hervorhebt. Da gibt es auch noch ein anderes Wort, da heißt es dann Reduplikation. Beim Tam-Tam, glaube ich, ist es eher nur eine Reduplikation. Ja. Beim Klein-Klein bin ich nicht so ganz sicher schon. Beim Bonbon? Beim Bonbon, das ist gut. Gut, ja. Das ist schon gut, nicht? Also, ich muss dazu sagen, auf Italienisch heißt Lucia Lecki. Ja, da haben wir noch eins. Aber was heißt denn, ich habe jetzt schon wieder das Wort vergessen, Klein-Klein, was heißt das? So Cheese-Stick-Justice, also kleine Sachen. Ah, okay. Oder eben nur Klein-Klein machen. Wenn du dich im Klein-Klein verlierst, im Mikro-Klein. Ja, Kompetenz fällt da nicht irgendwie für mich drunter. Ist anders, ja. Das Gefühl ist anders, ja. Besonders wenn man schon weiß, das ist die Kompetenz, um die Kompetenz zu jemandem zu geben. Das sind zwei, das ist keine Wiederholung, sondern unterschiedliche. Unterschiedliche zwei Ebenen in dem Begriff. Ja, genau. Wie Meta-Meta-Ebene zum Beispiel. Die Meta-Ebene über der Meta-Ebene. Da wird es dann auch übel. Ja, das sind wieder zwei Ebenen. Oder? Aber das ist wieder nur so eine Ebene wie die erste Ebene. Ja, eben, genau. Also das ist wieder dann nur Wiederholung, würde ich sagen. Nee, das ist ja, nehmen wir jetzt Metaprogramming. Wenn ich eine Library schreibe, um das Metaprogramming zu vereinfachen, hätten wir eine Meta-Meta-Programming-Eigenschaft. Aber mit jeder Programmiersprache, mit der du Metaprogramming machen kannst, kannst du auch Meta-Meta-Programming machen. Ja, das ist auch wahr. Ja. Stefan, wie heißt das, wenn ein Wort sozusagen zweimal gleich hintereinander vorkommt? Das wäre Reduplikation.
Aha, das ist ja direkt bei mir. Ja, das ist direkt. Gibt es da keinen Determinativ-Kompositum? Das ist dasselbe, oder? Ja. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden dann? Kannst du das fragen? Also nochmal Reduplikation, das klingt ja so, dass man es direkt versteht. Und das andere war Determinativ-Kompositum. Okay. Ich möchte dazu einflechten, dass mein Großvater Jens Jens geheißen hat. Der hatte das im Namen. Der hat auch nicht schlecht. Wie heißt er? Jens als Nachname und Jens als Vorname. Zu empfehlen wieder die Wikipedia-Artikel dazu, da kann man mich dann wieder aufbladeln mit dem, was ich falsch gesagt habe jetzt. Und drauf sind wir ja gestoßen über dieses Konstruktor dieses Mikrostaates. Dafür gibt es auch einen richtigen Namen oder einen gebräuchlicheren. Das ist Micronation. Auch Wikipedia-Artikel dazu. Und dann haben wir ja geredet einerseits über diese Plattform vor England, die heißt Sealand, ja. Habe ich wieder rausgesucht. Und ich habe erzählt von der Insel in der Donau, die da zwischen Kroatien und Serbien ist. Die heißt, also die Insel selber hätte eigentlich keinen Namen, aber diese Republik, die da ausgerufen worden ist, die heißt Liberland. Da findet man auch ausführliche Beschreibungen dazu im Internet, auch wieder mit langen Wikipedia-Artikeln und so. Also wer dazu nachlesen will, zu dem Micronation-Wesen, da gibt es einiges an Literatur. Ja, aber jetzt bin ich fertig mit den Nachträgen. Ja, was nun? Haben wir irgendein Technikthema? Das ist ja cool. Unmengen, aber ich mache da nicht eine Dauershow heute, oder? Ja, es ist irgendwie... Gut, ich mache ein Technikthema, ein lustiges. Meine Freundin war mit am Easter Hack und hat dort ihre Zahnbürste gehackt. Wie geht das? Also das ist so eine elektrische Zahnbürste, so eine von dieser Standardfirma da. Wo sich so die Borsten drehen aus so kleinen... Genau, das ist also so eine kleine Mechanik. Also es ist im Prinzip ein Motor, der schwingt hin und her und daraufhin drehen sich dann oben die Borsten über ein bisschen Mechanik. Dürfen wir raten, was sie geschafft hat, was sie anschließend mit der Zahnbürste machen konnte? Nein. Nein? Ich hätte nämlich eine ganz tolle Idee. Wirklich? Ja. Na gut. Okay. Alle befürchten das Schlimmste und die Antwort von mir ist ganz harmlos. Allerdings trotzdem berechtigt. Sie drehte sich dann in die andere Richtung. Nö. Also vibrierte in die andere Richtung. Nö. Nicht? Okay. Nö. Im Prinzip ist das, was da drinnen den Motor antreibt, ein konventioneller Akku. Und zwar an und für sich hätte die Firma, es ist also die Braun-Firma, weil ich verreiße jetzt da nicht ordentlich negativ, daher kann man es ruhig erwähnen. Die hätte da eigentlich Platz vorgesehen für einen Standard AA-Akku, also das, was man so als Minion-Akku sonst bezeichnet, so die normale Größe für Walkman oder so irgend sowas. Nicht? Und so ein AA-Akku, wenn man sowas jetzt kauft und gescheiten, der kann so haben 2400 mAh oder so, dann ist das okay und dann würde man auch schon ziemlich lang Zähne putzen können damit. Aber der Stiel wäre dick von der Zahnbürste. Nein, überhaupt nicht, der geht da rein. Das geht sich aus. Da ist wirklich die Aussparung für AA genau drinnen. Und dann hat man kleine Plastikstege reingemacht, noch zusätzlich, damit da auch ein kleinerer Fix drinnen hält. Also es ist dann eingebaut worden, sinnloserweise, ein etwas kürzerer und etwas dünnerer, der also weder AA ist noch AAA, also weder Triple A noch ein proprietärer Akku. Genau. Kannst du den überhaupt selber wechseln? Du kannst den selber wechseln, wenn du das Ding aufkriegst, was du relativ gut noch machen kannst, wenn du das Ding längere Zeit unter Wasserdampf hältst oder unter Aber das ist nicht vorgesehen. Das ist natürlich nicht vorgesehen, weil du sollst ihn nicht tauschen, du sollst ein neues Ding kaufen. Da ist immer diese geplante Obsteleszenz. Ganz genau, das will ich hinaus. Und die Akkus werden auch relativ schnell hin. Also nach einem Jahr ist im Großen und Ganzen eigentlich immer der Akku bisher Meier gewesen. Ich habe versucht einmal das schon zu machen, habe es aber nicht wirklich zusammengebracht und mir auch nicht so wirklich getraut und auch nicht den richtigen Akku dann eigentlich dafür gehabt. Und es gibt jetzt einen Spezialisten in Wien, der sich da ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt hat, weil er sich so drüber geärgert hat und der dann beim Easter Hack einen Workshop abgehalten hat und der überlegt jetzt auch, ob er das Ganze ein bisschen mehr verbreiten kann und ein bisschen Marketing drum machen kann, das so als Kurs vielleicht anbieten.
so in Richtung. Oder dass du deine Elektrozahnbürste nachhaltiger machst. Ganz genau. Standardakkus, das war eigentlich der. Das ist der Hack dran. Ja, es sind nicht wirklich die ganz reinen Standardakkus, weil du brauchst welche mit Lötlaschen. Die kannst du aber auch bei einem Elektronikhändler oder so ohne Probleme kaufen. Also nicht so die normalen Pole vorne knubbeln und hinten die Fläche, sondern es ist jeweils schon eine Lötlasche dran, damit du das dann wieder leichter woanders dran löten kannst. Aber damit hast du dann einen ganz normalen, von der Kapazität her, normalen Minion-Akku und den kannst du über das alte Ladegerät ohne Probleme aufladen. Hast wesentlich längere Betriebszeiten und der Akku an und für sich, wenn er von guter Qualität ist, hält er auch länger als der ursprünglich eingebaute Akku. Also, hallo Firma Braun, ihr könnt ruhig einen gescheiten Akku da reinbauen. Jetzt wissen wir nämlich, wie wir den selber auch reinkriegen. Ja, wirklich ein Beispiel für geplant. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch eine Frauenzahnbürste. Ja. Guter Tipp, falls der Akku mal schwach wird. Also bei der meinen lebt der Akku noch, obwohl die jetzt 2 Jahre, glaube ich, alt ist, aber gut zu wissen. Meine hat Handantrieb. Eine Handvoll Lötstellen, die man halt auch machen muss und ein bisschen zu Plastik, das man rausfräsen muss, damit eben der normale Akku wieder reinpasst. Aber dann geht das ohne Probleme. Ja. Ich sehe schon, das wird eine One-Man-Show. Ja, das ist schon alles so schwer. Gut, Easter Hack Talks vom Leira und vom McLemmon, die einigen in Wien mittlerweile bekannt sind aus CCC-Kreisen, aus MetaLab-Kreisen. Die haben dort 2 hübsche Vorträge gehalten. Einen über zeitgemäße Webserver-Konfiguration. Ein Serviervorschlag, wie sie es genannt haben. Mhm. Also, wie schaut das aus mit HTTPS, mit den Cypher-Keys, mit den Zertifikaten, worum sollte man sich scheren, welche Header sollte man übermitteln, dass man kein Cross-Site-Scripting hat und solche Geschichten. Das ist der eine Talk. Der zweite Talk von Ihnen, den ich empfehle, ist E-Mail, hässlich, aber es funktioniert. Wo sie über 2 Stunden die E-Mail-Konfiguration auf einem Standard-Linux-Server erklären, was man am besten verwendet als SMTP-Server, also Mail-Transfer-Agent, als Receiver-Agent, als was nimmt man am besten für Spam-Protection, all diese Geschichten da rundum. Und dann das heißt, wenn du deinen eigenen E-Mail-Server betreibst, genau. Wir haben ja da schon ein bisschen geredet über so Sachen wie DKIM und SPF. Sie gehen dann noch weiter, noch weitere Sachen, die in Zukunft kommen werden, die relevant werden, beziehungsweise teilweise auch schon sind. Und einerseits, wie man das Ganze manuell konfiguriert, was eben einen 2-Stunden-Talk ergibt. Und dann ganz hübsch auch am Schluss eine Empfehlung von einem Softwarepaket, das werden wir sicher noch genauer anschauen, das heißt iRedMail. Das ist im Prinzip ein Meta. Das ist ein Meta-Paket, das auf den Standard Debian oder Ubuntu-Paketen, es gibt auch ein paar andere Distributionen, aufbaut und im Großen und Ganzen nicht viel mehr macht, das Konfigurieren von all diesen Paketen, sodass man eine vernünftige Grundkonfiguration hat, die über das hinausgeht, was man mit der Standardkonfiguration vom Betriebssystem kriegt. Das ist eine recht nette Geschichte. Also das Ding heißt iRedMail und ist sicher ein Blick drauf wert, dass man sich das anschaut, wenn man Mail-Server selber betreibt. Beim Webserver habe ich das verpasst. Haben Sie da welchen Webserver haben Sie da? Apache und Nginx sind im Prinzip die gleichen Sachen zu tun. Die Syntax schaut als Spur anders aus, aber es sind genau die gleichen Schritte, die man tun muss, wenn man mit genau der gleichen Problematik zu tun hat. Und weil die im Großen und Ganzen, was die Konfiguration angeht, nicht so unterschiedlich sind. Ja, also Nginx habe ich jetzt auch mal zwischenzeitlich ausprobiert und so. Ist ein bisschen, ja, zurzeit benutzen es viele, das habe ich bemerkt. Und es macht mehr mit weniger Config-Files irgendwie rum. Aber ja, ich habe keine Meinung. Leiti haben sie ja nicht mehr, ist das total. Ist nicht vorgekommen. Ist vorgekommen, ja. Weiß noch nicht, was mit dem alles geht, da habe ich keine Erfahrung. Eben Apache und Nginx habe ich selber Erfahrung, mit beiden keine gröberen Probleme, beide funktionieren. Ich bin ja Ubuntu-Mensch, was Server angeht, da ist der Nginx insofern angenehmer, als er in der Standardvariante mehr Features reinkompiliert hat als der Apache. Also zum Beispiel kann der Apache in der Ubuntu Standardauslieferung keine Websockets upgraden, weil das Modul einfach nicht reinkompiliert ist. Das heißt, man müsste sich das selber reinkompilieren und mit jedem Update
wieder dazu kompilieren und das ist mir einfach zu mühselig. Dann bin ich in solchen Situationen dann umgeschwenkt auf den Nginx, der funktioniert dann genauso problemlos. Okay. Ich kann noch etwas zu allen drei Webservern sagen, weil ich nämlich alle drei sehr gut kenne eigentlich. Mhm. Und davon den Apache noch am schlechtesten. Der Apache-Pro braucht wesentlich mehr Ressourcen, hat meistens die größeren Sicherheitslöcher und wenn dann noch Mod.php dazu kommt, dann kann man schon eigentlich den Server aufgeben, so ungefähr. Also was Sicherheit anbelangt. Deswegen bin ich schon vor 10 Jahren. Die BAP-Vorliebe wird immer wieder zum Ausdruck gebracht. Aber Apache mag ich auch ziemlich wenig, weil er ist inzwischen eigentlich veraltet. Er ist nur noch für Spezialanwendungen wirklich brauchbar, und zwar dann, wenn man etwas hat, was mit den anderen nicht geht. Ansonsten würde ich den nicht mehr verwenden, weil Lighty und Nginx sind, was Geschwindigkeit anbelangt und was Komfort anbelangt, wesentlich besser. Ich glaube, es ist auch der Speicherverbrauch ein bisschen geringer bei den anderen. Wesentlich geringer und auch überhaupt die Performance von Nginx. Also ich rede jetzt nur noch von Nginx, weil der Lighty ist irgendwie im Hintertreffen. Ich finde beide ziemlich gut. Mhm. Lighty hat ein paar Vorteile, Nginx hat ein paar Vorteile gegenüber dem jeweils anderen. Tun sich nicht so sehr weh, aber es ist schon eine Tendenz dazu sehen, dass Nginx in Zukunft besser unterstützt werden wird als Lighty. Und deswegen bin ich jetzt auch schon von Lighty weg zu Nginx. Und was die beiden halt wirklich besser können, ist schneller ausliefern. Mhm. Der Nginx hat das 10K-Problem sozusagen schon per se gelöst, weil von der Software her kann der 10.000 Verbindungen gleichzeitig problemlos handeln. Das ist überhaupt kein Problem. Der Apache hängt sich in der Regel schon bei 200 Verbindungen auf, also nicht in dem Sinne aufhängen, dass er abstürzt, aber man sieht einen deutlichen Knick nach unten. Nginx gibt es höchstens Probleme, wenn der Linux-Kernel das nicht unterstützt mit 10.000 Verbindungen. Dann bricht er nämlich bei ca. 400 ein. Das heißt, da muss man den Linux-Kernel anpassen. Also ein paar Konfigurationen ändern. Ich werde das jetzt nicht länger ausbreiten. Aber da ist der Apache dann wieder ein bisschen im Vorteil, dass er kann zwar keine 10.000 wirklich performant handeln, aber er kann es. Nginx, da ist der Linux-Kernel die Beschränkung und nicht Nginx. Und ja, was die Konfiguration anbelangt, ich finde es ziemlich angenehm, wenn man für verschiedene Aspekte unterschiedliche Konfigurationsdateien anlegt. Und das ist meines Wissens inzwischen auch beim Apache so, dass man das hauptsächlich so macht, dass man Sites available, Sites enabled hat. Das ist schon angenehm. Ja. Also das macht man bei Nginx dann auch, dass man Nginx-Befehl und disable, enable und dann werden die Config-Files aktiviert oder weggegeben. Ja, dass man sie in das Verzeichnis legt. Das ist bei den Distributionen aber immer nur mitgeliefert. Die Standardkonfiguration von Nginx, wenn man selber kompiliert und so weiter, sieht das eigentlich nicht so vor. Da schreibst du das direkt alles ins Hauptfile rein, oder? Ja, da ist es eigentlich vorgesehen, dass man direkt ins Hauptfile hineinschreibt. Mhm. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, wenn man eine sehr, sehr kleine Konfiguration hat. Wenn man zum Beispiel nur für zum Testen eine Anwendung mal auf einem eigenen Port was öffnen möchte, nehme ich auch einen Nginx mit 100 Zeilen, die ich immer wieder kopiere, ist die Sache eigentlich schon geritzt. Mhm. Also man merkt eine Vorliebe für Nginx, okay? Ja. Mhm. Also ich empfehle ihn auch, der ist wesentlich performanter und Apache. Wo ich einen Apache halt immer noch im Vorteil sehe, ist, wenn man für jeden einzelnen Benutzer ein eigenes Public HTML-Verzeichnis providen möchte. Das ist zum Beispiel ein Shared Hoster, der wird von Apache nicht wegkommen können. Nginx hat da zwar in die Richtung ein paar Sachen, aber im Endeffekt kann dann nicht der Benutzer eine eigene Konfiguration anlegen mit ein paar Eigenschaften, dass er Sachen ein- und ausschalten kann. Das wird gar nicht erst unterstützt. Okay. Das kann nur der Apache. Also gibt es durchaus noch Einsatzgebiete für einen Apache. Ja. Na, interessant. Von den beiden habe ich noch einen dritten Talk. Der hieß Fenster im Fenster, wobei das ist der abgekürzte Titel, der längere Titel war Fenster im Fenster im Fenster im Fenster im Fenster, den Rest spare ich euch. Im Prinzip ging es darum, um Tools, wie man effizient viele SSH-Verbindungen handelt und viele parallele Geschichten auf Servern machen kann,
mit den beiden wahrscheinlich eh bekannten, aber trotz nichtsdestotrotz empfehlenswerten Tools Screen und TMOX. Genau. Wo sie sich ziemlich ausgetobt haben, auch über eine Stunde, mit relativ vielen Details, die man so eigentlich nicht braucht. Also wenn man sich die ersten 10 Minuten anschaut, reicht es wahrscheinlich auch. Aber es ist eine recht nette Geschichte, sodass man effizienter umgehen kann mit mehreren Serververbindungen parallel. Also das ist noch der letzte Technik-Talk, den ich da jetzt hätte. Das Praktische dabei ist halt, dass man jederzeit detachen kann oder wie und anschließend wieder attachen kann und wieder dabei sein kann, so wie wie Anna jetzt gerade. Seht ihr das ratlose Schweigen? Ich konnte es dir ansehen. Oh je. Nee. Ist schon okay. Wann ist endlich der Podcast aus? Nein. Wobei, man muss bewusst detached haben, um wieder attachen zu können. Stimmt es? Nicht? Das, dann wäre ja Mosch eigentlich überflüssig. Nein, und zwar, wenn du auf einer Bahnstrecke gerade dich befindest und die ÖBB oder die Deutsche Bahn ihr WLAN, aber kein Internet sozusagen zur Verfügung stellt, nur so sporadisch für eine Sekunde, da ist Mosch wirklich im Vorteil. Du musst dich nämlich nicht mehr per SSH mit dem Server verbinden, sondern Mosch schickt ein paar Pakete und die haben sozusagen also immer noch die Verbindung. Quasi einen Auto-Reconnect als User im Gegensatz zum TMUX, wo du selber noch einmal reconnecten musst. Ja, man muss mit SSH und dem TMUX bzw. Screen auch nochmal und in der Zeit ist die WLAN-Verbindung schon wieder weg. Und das Schöne ist bei TMUX, du siehst sogar, du kannst weiter tippen und das, was du weitergetippt hast, obwohl die Internetverbindung weg ist, wird unterstrichen. Das macht Mosch auch so, ja. Ja, das ist ja Mosch. Ja, weil du TMUX hast. Achso, Entschuldigung, ja, Mosch macht das. Und SSH kann das nicht, sondern er sendet, aber er bekommt ja nichts zu, es wird nicht angezeigt, weil der Gegenserver halt es nicht anzeigt, sozusagen. Normalerweise sieht man eben bei einer SSH-Verbindung das Echo, also das, was zurückkommt vom Server als Reply, die Tasten drückst, dass man weiß, man hat es auch wirklich gedrückt. Also um es anders auszudrücken, wenn man eine Taste drückt, sieht man es nicht. Das muss das Programm selber aktiv erst darstellen. Und Mosch dreht diese Logik um. Und zuerst eben unterstrichen und wenn das Echo bestätigt ist, dann kommt der Unterstrich weg. Ja. Na dann noch einen. Dieter Spahr, Steuergeräte in Fahrzeugen. Das war ein recht interessanter Talk auch. Ich habe das letzte Mal vom CCC auch einen Talk über das Dieselgate promotet. Dieser hier ist nicht so heftig und nicht so skandalös. Eher mehr so ein bisschen Grundlagen, wie so zum Beispiel ein CAN-Bus-System funktioniert. Habe ich recht nett gefunden. So, das sind so die technischen Grundlagen zu dem Dieselgate-Talk. Kann man sich sozusagen nachlesen, fühlt sich dann wohler, wenn man die Sachen verstanden hat. Durchaus verständlich, wenn man ein bisschen von IT Ahnung hat. Also man muss da jetzt kein Autotechnik-Spezialist sein. Da geht sehr schön auf die Hintergründe ein, wie das funktioniert und ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Also es ist ein sehr netter Talk. Also Dieter Spahr, Steuergeräte in Fahrzeugen. Hieß der. Und einen nicht mehr ganz so technischen, aber doch auch ein bisschen technischen, nachdem er das Lockpicking ein Fable von vielen Hackern ist. Was ähnlich ist, das Smart Lock Hacking, da hat der Ray drüber einen Talk gehalten, das ist so einer der alten Kapazunder vom CCC, der macht immer das Hacker Jeopardy auch und Smart Locks sind Schlösser, die man, also im Prinzip Vorhängeschlösser, die man mit dem Handy auf und zu machen kann. Im Großen und Ganzen über Bluetooth, also das ist so die Standardtechnologie. Und da hat er halt sich ein paar hergenommen und hat das reverse-engineert, was da so alles abgeht und an welcher Stelle man wo da rein kann. Und so die Hauptproblematik, die sich eigentlich stellt, ist interessanterweise, oder der Hauptangriffsvektor ist nicht die Verbindung zwischen dem Schloss selber und dem Handy. Da verwenden sie Bluetooth richtig, soweit es ausschaut, auch alles richtig verschlüsselt und so weiter. Der Haupthaken ist der,
dass die Schlösser keine Echtzeituhr drinnen eingebaut haben. Warum ist das notwendig oder warum ist das relevant für das Ganze? Es ist eigentlich immer ein Feature von diesen Smart Locks, dass man jemandem anderen die Berechtigung übertragen kann, dass der jetzt auch oder die auch das Schloss auch machen darf. Und das funktioniert man dann so, dass man das auf der App sagt, ja, da sowieso darf jetzt dann auch. Das wird dann an den Server von der Firma übertragen, die dieses Schloss verkauft hat. Von dem Server geht es dann wieder auf das Telefon von dem anderen, der jetzt das Schloss aufmachen darf. Da kann eine Zeitbeschränkung auch drinnen sein. Und dann weiß es das Handy von demjenigen, wie lang dieses Schloss geöffnet werden darf. Und mit diesem Schlüssel schaut dann die Applikation nach, eben nur selber die Applikation, darf ich jetzt aufmachen oder nicht aufmachen. Und wenn sie aufmachen darf, dann sendet sie an das Schloss den Befehl, ja, mach jetzt auf. Also wenn man in der Applikation diese Zeit herumkonfiguriert oder mit der Systemzeit herumspielen würde oder sowas, würde man eine einmalige Berechtigung, so ein Smart Lock öffnen zu dürfen, sich beliebig lang ausdehnen können. Du musst aber trotzdem diese Berechtigung einmal kriegen. Wenn du, ja, du musst sie einmal kriegen. Du kannst im Prinzip auch die Berechtigung revoken und das wird dann auch dem Schloss mitgeteilt, dass derjenige das, also das dieser andere, sowohl als auch. Also es wird dann auch dem, du kannst das an das Schloss resettieren und auf die Art und Weise jemanden anderen das auch endgültig entziehen, aber du müsstest halt jedes Mal dran denken, wenn alle deine offenen Berechtigungen für andere Leute frei sind, dass du dann wieder dein Schloss resettest. Was natürlich auch nicht wirklich praktikabel ist, aber es läuft immer darauf hinaus oder auf die rundherum, dass die Sachen eben keine Echtzeituhr haben. Und damit ist es nicht anders regelbar, wenn man dieses Feature haben will, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein Schloss geöffnet werden können soll oder nicht, dann bleibt es immer an der App hängen. Und das ist dann schon lustig, wenn man sich so das ein bisschen genauer anschaut, wie einfach wieder die Übertragungen sind zwischen den Sachen. Also das ist relativ einfach dann rausfindbar. Und das ist auch so, du kannst im Prinzip, wenn du das einmal herausgefunden hast, wie das Ganze funktioniert, kannst du im Prinzip deine eigene App schreiben, die das Schloss steuert und mit dem Server spricht. Also da passiert dann ziemlich wenig an zusätzlicher Verschlüsselung. Also die Schwachstelle ist das Handy. Ja. Wie immer. Wie immer. Smart Lock Hacking vom Ray. So. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Das sind alles deine Themen? Das waren alles meine Themen. Ja, ach so, hast du heute Abend noch was vor? Ja, mal sehen, kommt drauf an, ob ihr noch was sagt. Du warst auf Reisen, Horst, willst du nicht davon berichten, oder? Ja, also ich entschuldige mich fürs Fernbleiben am letzten Podcast. Ich war bei Lehrern in Dornbirn in Vorarlberg und habe dort Lehrer unterrichtet in Python-Programmierung. Ja. Das war für mich ein großer Durchbruch nach 10 Jahren Selbstständigkeit. Hat jetzt erstmals die Republik Österreich mich offiziell dafür bezahlt, dass ich Lehrern erkläre, wo es lang geht. Das war für mich als Nichtlehrer jetzt. Das ist schon mal ein positiver Einstieg, da habe ich ja dich von Veranstaltungen schon anderes berichtet. Ja, nein, das war ein sehr nettes Seminar, das war übrigens in derselben FH, wo die Linux-Tage Dornbirn auch stattfinden. Und nette Leute. Und was ich erzählen kann, weil das für mich irgendwie relativ beeindruckend war, ist, dass ich normalerweise unterrichte ich Kinder oder Jugendliche oder halt sonst irgendwie verspielte Typen. Also ich bin gewohnt, dass wenn die sich freuen und was cool finden, dass sie das äußern und weil ich länger als 2 Minuten rede, dass sie mir das zum Verstehen geben, dass ihnen das fad ist oder dass sie dann so anfangen, so Fliegen, die nicht existieren, mit dem Blick zu verfolgen und so. Also ich bin darauf sehr dressiert, auf die Aufmerksamkeitsspanne. Und bei Lehrern war das halt total umgekehrt. Alles, was ich gewohnt bin, war nicht und alles, was ich nicht gewohnt bin, war da. Also es fängt damit an, dass ich bei der Begrüßung halt dann so ein bisschen ins Quasseln kommen, warum Python gut ist. Und dann habe ich so im Kopf schon gewusst, ui, ich rede jetzt schon länger als 2 Minuten, ich sollte jetzt irgendwas machen, weil jeder unter 90-Jährige schaltet ab, also jeder unter 18-Jährige zumindest. Und na, die haben alle brav hergeschaut und das war dann so wie so ein Pfarrer, der predigt und es kommt kein Widerspruch vom Kirchenvolk. Dann kannst du noch weiter quasseln und so einfach immer so selber disziplinieren müssen. Fühlt das dich gehört? Ich fühlte mich gehört, das ist aber schon sehr unheimlich. Das andere ist, dass es halt keinerlei Feedback jetzt gab. Also wenn ich jetzt einen Witz mache, verpufft das, wenn ich sage, und wie findet ihr das? Schweigen. Ja. Was kurz nach dem Mittagessen? Nein, es war ein ganztägiges Seminar. Oh, ganzen Tag Horst.
Ja, es war schon Mittagessen, Pause dazwischen, aber die waren die ganze Zeit so drauf. Und das andere ist, dass ich eigentlich gewohnt bin, dass ich irgendeinen Blödsinn erzählen kann und wenn jetzt eine Formel nicht stimmt oder an der Tafel, weil die Kinder eh meistens irgendwas anderes tun oder sich mit ihren Sachen beschäftigen, was sie jetzt gerade interessant finden und das nur sehr grob übereinstimmt mit dem, was ich versuche zu unterrichten. Und da war das so, dass ich dann halt irgendwie, also wir haben mit Raspberry Pis gearbeitet. Schön. Und haben aber nichts angebracht, den Raspberry Pi am Beamer zu schließen. Also habe ich auf einem Windows Notepad Editor Python Code geschrieben und dann ihn noch einmal geschrieben auf dem Raspberry Pi und auch am anderen. Mhm. Ja, und da gab es jetzt gewisse Diskrepanzen zwischen dem, was am Beamer stand und dem, was am Raspberry Pi gelaufen ist. Und die haben dann auch gesagt, nein, also da ist ein Fehler. Und, also, mitdenken des Publikums, ganz, ganz arg. Und ja, am Schluss hat es ihnen allen sehr gefallen. Der Vorsitzende war auch sehr begeistert, weil der hat gesagt, also das sind jetzt nicht so die Linux-Enthusiasten, das sind normale, nicht Gymnasiallehrer, aber diverse Fachschulen und HTL, glaube ich, und so. Und vom Programmieren war es so, dass einige haben gar nie, also vorher überhaupt nie programmiert und andere waren schon ziemlich fit. Ja. Und so halt so. Aber und gut angekommen ist Python Turtle Modul. Das hast du ja schon öfters in Einsatz. Habe ich schon öfter, ja. Habe ich gedacht, das wird für die nicht so besonders sein, aber na, das war eigentlich das, was ihnen am meisten getaugt hat dann. So war das Turtle, wo man schnell Grafik zusammenbringt? Ja, also in Python hast du das Turtle Modul mitgeliefert. Das ist eine TK-Inter-Grafik, also die macht nicht so viel her, aber das tut. Und wir haben dann so ein kleines, einen schiefen Wurf, haben sie mir dann schön den Cosinus und Sinus und so die Formeln, das war auch super, weil Mathematiklehrer da waren, habe ich überhaupt nichts denken müssen. Also, ja, das gehört so und so und haben auch selber mitgedacht, ja, da könnte man jetzt einen Seitenwind einbauen und so. Aber war sehr angenehm zum Unterrichten. Klingt ein bisschen weiter rein. Ja. Und sonst halt vor Alberg, also mein Vater hat eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet und der hat mir dann gesagt, ja, die denken erst lang nach und sind nicht so sofort begeistert. Es gibt halt auch einen Mentalitätsunterschied zwischen Ost und West. Temperament. Ja, also für Bands, das österreichische Publikum. Um das jetzt böse zu sein, es war für mich relativ schmähfrei, aber dafür sehr angenehmes Publikum, weil es halt mitarbeitet. Also ganz, ganz anders, als ich das sonst gewohnt bin. Also es nur blödeln und sehr wenig weiterbringen. Cool. Ja. Und ich kann berichten, dass es, wenn man in Vorarlberg unterrichtet, es gibt einen Zug, der um 18.30 Uhr von Feldkirch nach Wien fahrt und kommt kurz nach Mitternacht in Wien an. Den habe ich verpasst, aber jetzt weiß ich nicht, was ich es gäbe ihn im Konjunktiv. Ja, es gäbe ihn. Hast du Kiesknöpfle gegessen? Nein, aber ich war, das habe ich beim Linux-Tag Dorbjörn gemacht. Da wurden sehr wir gut eingeladen. Mit Reiskäse. Reiskäse und Bergkäse, eine Mischung davon. Wunderbar. Es waren Kiesknöpfle, das Zwiebel weiß ich noch. Ja, geröstete Zwiebel waren. Ja, sehr gut. Aber ich kann erzählen, es gibt eine Stadt namens Feldkirch. Das hatte ich gar nicht richtig gewusst, dass die gibt. Und die ist sehr hübsch. Ist zwar nicht die größte von Vorarlberg, aber hat eine sehr hübsche Altstadt mit so Lokalen und hat sogar ein Kino, bitte. Und ja, also zum Fortgehen. Also es war ein bisschen eine Idee zu kalt, zum wirklich, dass die Leute viel draußen sitzen, aber ich stelle mir vor, dass das im Sommer recht, recht hübsch ist. Ja. Also mittelalterliche Befestigungsmauer noch und Türme. Und sehr, also man kommt sich vor wie so ein kleines Stück Mittelalter mit eingebauter großer Fußgängerzone. Und okay, viel also Lokalen. Recht, recht nett, ja. So viel dazu. Ja, also wie gesagt, Python Turtle Modul. Das heißt, du steigst jetzt voll in die Erwachsenenbildung ein? Naja, ich würde gerne, aber also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch einmal so ein Lehrerfortbildungsseminar kriege. Und zwar einfach extrem. Also für meine Verhältnisse war das absolut das Gegenteil von dem, wie sonst mein Publikum ist. Ne? Also ich glaube, man wird ein bisschen gespoilt, wenn man jetzt nur Lehrer unterrichten würde, wenn die alle so drauf sind. Du meinst, das würde dich dann für die anderen Lehrpublikums verderben? Ja, also du kannst daraus von minderjährigen Schülern nicht erwarten, den Level an Aufmerksamkeit. Und die haben zum Beispiel, ohne dass ich irgendwas sagen musste, es war mir eigentlich nur wurscht, aber jeder von denen hat von selbst mitgeschrieben. Also welcher Lehrer hat dass du sagst irgendwas und die tun von selber intelligent mitschreiben und gleichzeitig, das ist einfach unrealistisch. Ja. Ne? Aber das war da, also für mich war das sehr, sehr seltsam. Schön. Wieso? Aber gut seltsam. Ja, gut seltsam, ja. Wieso haben die diese Fortbildung gemacht müssen?
die Regeln. Die müssen, die werden gepeitscht. Jetzt sind die fortgelangt. Genau, ich weiß es ja zum Beispiel. Anna hat die Arschkarten gesagt, du gehst zum Jens aufs Seminar, wie andere Kinder, wenn sie jetzt hast. Mir ist es gerade eingefallen, weil es ist Ärzte zum Beispiel in Deutschland, die müssen auf Fortbildungen gehen und die müssen bestimmte Punkte an oder Mengen von Fortbildungen irgendwie abhaken und werden da gezwungen und haben oft keine Lust. Und das klingt aber das, was du erzählst jetzt bei den Lehrern, das klingt nicht so, als wären die gezwungen worden, sondern als wären die vielleicht. Wurden nicht gezwungen, aber wir haben dann einen Ex-Lehrer sitzen, der Stefan korrigiert mich jetzt hoffentlich, weil wir kommen jetzt zum Teil der Sendung. Horst redet über Sachen, von denen er nicht keine Ahnung hat. Meiner Meinung nach geht das so, dass Lehrer sehr wohl eine Fortbildungsverpflichtung haben und die wird dann aber kanalisiert in so Töpferkurse oder sonstige Sachen, die in der Toskana angeboten werden. Und nur sehr wenige machen das. Ich glaube, du verwechselst ein paar Sachen. Nehmen das wirklich sehr ernst. Aber diese Fortbildung, die ich jetzt angeboten habe, war an einem Schultag. Man konnte sich darauf anmelden. Sie ist nur zustande gekommen, weil sich die Mindestanzahl an 12 Teilnehmern angemeldet hat. Und ich habe nachgefragt, es gibt aber keine Sanktion, wenn man nicht hingeht. Man muss dann nur eine Krankmeldung halt bringen. Also da wird jetzt nicht irgendwie von der Republik der Lehrer belangt und sagt, du warst nicht am Seminar. Also ja, man kann sich einfach so anmelden. Und ich glaube, es ist eher, einige Lehrer hätten gerne ein noch spezielleres Seminar gehabt über Datenbanken und die haben dann gesagt, es kommt halt leider nicht zustande, und weil es zu wenig Interessenten gibt, speziell auf Bundeslandebene. Das müsste man dann auf Republikebene machen. Wer hat das organisiert? Das war dass ich es jetzt richtig sage, die PH Vorarlberg, glaube ich. Also die Lehrerausbildung Vorarlberg. Mhm. Landesschuldirektion und Landesschulrat. Ja. Das heißt, beide. Das war eine Vorarlberger Sache. Das heißt, beide Lehrer waren zufrieden? Nein, es waren neun Personen. Achso, zwölf. Ach, jetzt kam der Witz nicht so richtig durch. Nein. Also, Entschuldigung, mit mir waren 10 Personen da. Okay, wurscht. Ja. Der Witz ging einfach nur in die Hose. Gut war das große Interesse an Raspberry Pis. Also das hat der Vorsitzende nicht gewusst, ob die wirklich sich die Lehrer dafür interessieren, weil es war nicht ausgeschrieben als Raspberry Pi Seminar und auch nicht als Linux Seminar. Und die haben aber dann wirklich alle Raspberry Pis, also der hat so eine riesen Tasche mitgehabt, voller Raspberry Pis, und die haben dann alle die genommen und ausgepackt und angesteckt in dem EDV-Raum, und wir haben dann praktisch das Windows umgangen, was in dem EDV-Raum war. Und ich glaube, das für österreichische Verhältnisse Gute war, dass sozusagen jeder von den Lehrern jetzt weiß, wie man mit sudo apt-get was installiert auf einem Raspi. Schön. Was ja, so wenn wir geschrieben hätten, Raspberry, also Linux-Kommandozeilen-Seminar, wäre wahrscheinlich nicht die erforderliche Mindesteilnehmerzahl zusammengekommen. Ja, schön, ganz im Sinne des Raspi-Projekts. Genau. Stefan, bitte, was habe ich alles falsch erzählt zum Thema Lehrerfortbildung? Ich weiß ja da nicht mehr viel. Wie war das, wie du damals aktiv warst? Hattest du eine Fortbildungsverpflichtung in deiner... Soweit ich mich erinnere, nein. Und das war aber alles, du warst auch Gymnasiallehrer. Ja, und das war auch alles wesentlich informeller bei uns, schon deswegen, weil ich ja auch dann die meiste Zeit dort der Kustos war, also wandern wir wieder Sachen gehalten. Und das war auch oft auch einmal schnell zwischen Tür und Angel noch eine Viertelstunde, wo jemanden auf was schulen und so weiter. Also nein, aber hattest du einmal das Vergnügen, dass du wirklich in ein super Hoteldorf oder so oder irgendwohin den ganzen Tag auf Fortbildung... Gab es auch kein Angebot in die Richtung? Gab es nichts. Damals, ne? Also was ich so gehört habe, ist, dass die Angebote sehr wohl da sind, aber dass sie halt von den Lehrern nicht angenommen werden, dass das immer schwierig ist, dass ein Seminar überhaupt stattfindet. Könnte jetzt eine Confession machen, wie heißt das auf Deutsch? Ein Zugeständnis? Nein, eine Beichte. Eine Beichte, genau. Ich habe heute tatsächlich auf einem Raspberry Pi Python-Software kompiliert. Das ist echt, Aber Stefan, ich habe mich jetzt. Auf einen von diesen ganz starken Dreiern jetzt? Auf einen von den Dreiern jetzt, ja. Ich habe mich jetzt reingetigert ein bisschen in das Borg-Backup, kennt ihr das? Das ist eine ganz lustige Geschichte, basiert auf einem anderen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ist dann aufgrund von mangelndem Voranschreiten von einem Stuttgarter geforkt worden und wird jetzt unter Borg-Backup weiter betrieben. Wie gesagt, in Python geschrieben, braucht mindestens Python 3, deswegen auch dieser Kompilationsschritt, der da notwendig war.
Und das Lustige daran ist, einerseits, es ist prinzipiell verschlüsselt. Also das, was abgelegt wird, ist verschlüsselt. Mhm. Und es ist automatisch dedupliziert. Das heißt also, ja, das heißt also, doppelte Datenblöcke werden nicht doppelt auf der Festplatte angelegt. Auf diese Art und Weise spart man sich Platz. Mhm. Es ist nicht inkrementell, sondern man macht eigentlich immer ein Vollbackup. Allerdings, in Wirklichkeit ist es schon inkrementell, weil er schaut immer nach, welche Blöcke es denn noch gibt. Mhm. Also es ist nicht auf File-Level inkrementell oder auf beim Backup spricht man, wie gesagt, sondern Backup-Set, glaube ich. Es ist nicht ein Set, ein Standard-Set und dann 7 Add-on-Sets, die man dann vielleicht nachfahren muss, sondern es ist jedes Backup, das man fährt, für sich vollständig und ausreichend. Es greift halt auf diese Daten zu, die er vorher im File-System abgelegt hat am Zielsystem. Wie gesagt, verschlüsselt das Ganze, es läuft prima über SSH, also es muss nicht was am lokalen Rechner sein, kann aber sehr wohl auch am lokalen Rechner sein. Und es ist ein sehr hübscher Einzeiler, das anzuwerfen, und es ist ein weiterer Einzeiler zu sagen, verwirf jetzt alle Backups, die hinausgehen über ein Backup pro Tag die letzten 7 Tage, ein Backup pro Woche die letzten 4 Wochen, ein Backup pro Monat das letzte Jahr, das möchte ich behalten, und alles andere schmeißt mir weg. Mhm. Und das ist auch ein sehr nettes Feature, sowas habe ich mir letztens... Das ist eine logarithmische Kurve zurück in die Zeit. Oder wie du es dir haben willst, aber das macht man üblicherweise so, je älter, desto größer die Intervalle. Ja, ja. Das habe ich mir im Jahre Schnee mal alles selber implementiert, ein relativ längliches Skript, alles mit AirSync. Das AirSync braucht über das Netzwerk auch ganz schöne Systemlast und auch ganz schönen Speicher. Also das Ding ist wesentlich performanter als das, was ich je hatte. Du kannst auch komprimieren, das wird standardmäßig eigentlich nicht gemacht, aber du kannst auch komprimieren, dann werden die Sachen kleiner. Dafür brauchen sie natürlich länger, weil der Prozessor auch komprimieren muss. Gibt es auch unterschiedliche Komprimierungsalgorithmen und so weiter. Und fühlt sich alles jetzt recht hübsch an. Und das, wenn man es dann rückspielen will oder wenn man es dann browsen will, das Ganze, wenn man sich so sein Backup-Set anschaut, was man dann am Zielsystem hat, dann ist es im Prinzip ein paar Metadaten und dann ist es ein Dataverzeichnis und da ist in 5 Megabyte großen Dateien das dann auch alles drinnen. Das heißt eigentlich einmal nicht browsbar, weil es ja auch sogar verschlüsselt ist. Und wenn man es denn darauf zugreifen will, dann mountet man sich das Repository wieder an seinen eigenen Rechner dran mit einem Fuse-Dateisystem, das dann read-only ist, wo man sich dann gezielte Sachen wieder einspielen kann. Hat also im Prinzip den Zeitpunkt, den man damals auf seinem Rechner hatte, genau wieder zur Verfügung und kann sich herrlich hereinkopieren. Das ist ein sehr bequemes Backup. Sagst du nochmal den Namen? Borg Backup. Und wie hieß die alte Version dazu? Irgendwas mit A. Ich erinnere mich gerade an Akaia, aber das ist es nicht. Also das war auch eine Backup-Lösung. Ich kenne eine Backup-Lösung, die verlangt aber kein Python. Die macht das im Prinzip auch, allerdings nicht verschlüsseln. Mhm. Und da braucht man wirklich kaum, das hatte kaum Dependencies. Mhm. Das, aber im Prinzip haben wir das auf der Arbeit produktiv eingesetzt, um Backups zu machen. Und das Deduplizieren ist natürlich eine wahnsinnig praktische Sache. Ja. Und wenn sie nicht verschlüsselt sind und auch nicht komprimiert, kann man das Image sehr leicht mit Cat einfach zusammen schreiben wieder. Also man braucht wirklich nur Cat, um das Backup zurückzuspielen. Ja. Und das ist das Beste, was man machen kann, wenn man alles mit Cat einfach... Da ist es mounten und dann halt zurückspielen. Das ist halt der Zweischrittprozess. Mhm. Ja, das hatte auch ein Mount-Möglichkeit, auch über Fuse. Und, aber wir haben uns darauf eingespielt. Cat, das funktioniert immer. Das ist die Standard Restore-Möglichkeit. Die Verschlüsselung haben sie auch nicht selber geschrieben, die basiert auf OpenSSL. Das heißt, das ist auch gleichzeitig eine weitere Dependency. Ja. Und sehr clever finde ich die Geschichte, wie sie das mit dem Deduplizieren gemacht haben. Mhm. Weil das Problem ist ja eigentlich, du willst auf dem Zielsystem nachschauen, gibt's das schon? Und dort liegen aber die Sachen verschlüsselt. Das heißt, müsste man theoretisch alles wieder entschlüsseln und schauen, das ist ja alles nicht praktikabel. Das funktioniert so, dass man am Client zuerst einmal verschlüsselt. Aus dem verschlüsselten Paket bildet man den Hash. Mhm. Und
zu allen Zielpaketen am Zielsystem hat man auch eine Hash-Tabelle. Das heißt, man schaut einfach nach, ob man den Hash am Zielsystem hat. Das heißt, es wird nur der Hash einmal aufs Zielsystem übertragen. Und nur wenn der am Zielsystem noch nicht da ist, ist das der Beleg, dass das Datenpaket noch nicht am Zielsystem ist. Und dann kommt erst das ganze Datenpaket nach. Ich glaube nicht, dass es erst verschlüsselt wird, sondern die Rohdaten-Hash-Sum gebildet wird, weil nämlich die Hash-Sum über die verschlüsselten Daten ginge nur, wenn es echt symmetrisch wäre. Und ist es. Ist symmetrische Verschlüsselung. Ja, ich würde trotzdem über die Rohdaten die Hash-Summe bilden. Das ist wesentlich robuster. Dann müsstest weil du dann nämlich könntest du dir auch im Zielsystem die Rohdaten verschlüsseln. Ja, das ist dann wirklich wurscht und selbst wenn du hingehst, alle erst entschlüsselt und dekomprimierst und so weiter und so fort und die dort Leaks, sind die Hash-Summen immer noch dieselben. Also sind die Hash-Summen im Dateinamen. Im Dateinamen? Nein, nein. Dateinamen sind einfach 1 bis N. Ja, also es gibt da auch verschiedene und Möglichkeiten. Und eine Datei entspricht nicht einem Datenblock. Eine Datei ist 5 Megabyte groß und der Datenblock hat 64 Kilobyte. Ja, ja, natürlich. Also hat es ja relativ kleine Datenblöcke. Das ist auch, was wir wahrscheinlich noch optimieren wird, indem man die größer ziehen wird. Ja, wir hatten die dann zum Schluss auf 100 MB. Damit das. Dann ist es halt größer. Dann hast du halt größere Objekte. Das hat gereicht. Wir wussten, dass die da nicht so oft geändert werden und wir hatten genug Speicherplatz. Das war uns wurscht. Sorry, ich bin ein bisschen outgezoomt. Du hast jetzt ein anderes Backup-Programm besprochen? Ja, wahrscheinlich. Also es verlangt nämlich kein Python und kann dafür keine Verschlüsselung. Sagst du mal den Namen von deinem? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich muss selber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall im Prinzip von der Vorgehensweise mit Hash-Summen und Deduplizierung, dass also Links verwendet werden, also Hardlinks im Dateisystem verwendet werden, um die Dateien, um die Blöcke, nenne ich sie mal, die 100 MB, 5 MB oder so. Der macht es auch nicht über Hardlinks, sondern der macht es über Pointer auf die Datei. Also wirklich, es Pointer auf den Dateinamen und nicht auf die Datei. Also ein Symlink sozusagen. Nicht einmal, weil es in der Datei drinnen steht. Ah, okay. Unseres war nämlich ja praktisch, das Löschen eines Backups konnte man wirklich mit RM des Verzeichnisses durchführen. Das geht dann alles nicht mehr. Ja, genau. Weil das ist so richtig, er hat so eine richtige Datenbank sozusagen intern aufgebaut. Ja. Und es ist... kann man darüber streiten, wie gesagt, das ist symmetrische Verschlüsselung, was sich auch so äußert, dass du beim Backup das Kennwort wissen musst und auch beim Backup, beim Rücksichern das Kennwort wissen musst, hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass du am Zielsystem weder am Public noch am Private Key liegen hast, sondern einfach gar keinen Key. Der Key ist, den musst du einfach wissen. Und wenn du den Key nicht weißt, dann ist das Backup einfach verloren. Es gibt keine Möglichkeit, das Backup wiederherzustellen, wenn man den Key selber nicht weiß. Ja. Auf der anderen Seite, was wieder, ich verweise auch auf einen relativ langen Talk, den er dazu hält, ist eine sehr hübsche Geschichte, wie er erklärt die Problematik, wenn du den Server ownst, ownst du damit auch sämtliche Backups, die von diesem Server geschrieben worden sind. Ja. Das kann man als Sicherheitslücke ansehen. Ja. Sie haben auch überlegt, das Ganze umzudrehen, dass man vom Client pullt, statt vom Server pusht. Hat er gesagt, dann hat man im Prinzip die andere Variante, wenn man den Client ownt, dann ownt man damit auch alle Dateien, die am Server liegen. Auch nicht viel besser. Sie wüssten gern eine bessere Variante, sie denken gerade drüber nach, sie wissen keine zurzeit. Also, naja, Smart Cards. Das löst natürlich alles. Ja. Allerdings hilft das auch nur begrenzt weiter, weil wenn man die Smart Card sozusagen fernsteuern kann, kann man dem sagen, verschlüssel und beziehungsweise entschlüssle. Man kann nur nicht den Schlüssel kopieren, der darauf gespeichert ist. So viel zum Thema Backup. Borg Backup. Borg. Okay. Also wenn noch keine stabile Backup-Lösung hat. Namen kriegst du den auf jeden Fall, ja. Bis Freitag circa, dann machen wir schon was. Und auch super Dokumentation. Und die Dokumentation ist geschrieben in readthedocs.org. Kennt ihr das? Das ist hübsch, ja. Ist auch Python-Zeug. Ja, und da sind bemerkenswert viele Python-Sachen sind da drinnen derzeit. Aha, was ist das, eine Plattform? Read the Docs, nein, das ist eine, wie soll man es... Schon Open-Source-Software, aber auch ein Service. Und, ne? Und auch ein Service, wo du es hosten lassen kannst. Es geht darum, wenn du für dein Projekt eine Doku schreiben willst, dann kannst du natürlich Sphinx nehmen oder etwas anderes oder eben Read the Docs, also, was dann ein einheitliches Layout produziert. Ich glaube, es basiert eher auf Sphinx. Ist eh Sphinx, aber es schaut
Und glaub, das aber die Web-Oberfläche ist zumindest leichter zum Schreiben. Als sehr Film. Manierlich, sehr hübsches, wenn wir ja letztens gelästert haben, auch wie schön jetzt was im Web layoutiert ist oder nicht. Sehr schön lesbar, also sehr flüssig lesbar. Mhm. Gutes Syntax-Highlighting auch. Da gibt es ja dann immer wieder so, dass wenn man in einen Fließtext braucht, man auch einzelne Wörter hin und wieder mal als Code. Trotzdem ist das dort alles schön lesbar und er scrollt auch nett mit. Die auf der Seite hast du so eine Zusammenfassung, ein Inhaltsverzeichnis über die Überschrift. Das scrollt auch immer vernünftig mit, sodass man gerade immer angenehm ins nächste klicken kann, wo man hin will. Nice. Du hast so links so einen Balken mit so wie Code-Folding, aber für Inhaltsverzeichnis ja, und rechts okay. eben deine Dokumentation. Und ich glaube, er hat auch so Features, dass das Ganze dann als EPUB oder als PDF kriegst. Das habe ich nicht geschaut. Ich wollte eben nur lernen und das hat sehr gut funktioniert damit. Also vom Pelikan zum Beispiel ist die Doku auch auf FreeDocs und von einigen anderen. Okay. Super. Das habe ich selber gewertet. Das heißt, die bringen die Dokumentation nicht mehr im Softwarepaket mit, sondern verweisen auf so also eine Homepage? Sie ist in. Du hast relativ ausführliche Kommandozeilen-Dokumentation, aber im Vergleich würde ich die nicht lesen wollen, zu dem, weil sie dort so schön formatiert ist. Nämlich auch, es ist auch besser strukturiert. Das habe ich auch interessant gefunden, denn ich habe eigentlich noch nie einen so vernünftigen Doku-Aufbau gesehen. Zuerst haben sie einmal den Überblick. Wenn du in ein neues Projekt rein willst, willst du einmal einen kurzen Überblick haben. Nicht jetzt urlang, kurz. Nicht so lang schwafeln wie gerade. So, als nächstes willst du dann haben die 5 Minuten Anleitung, wie man das verwenden würde, damit du das Gefühl kriegst, würdest du das verwenden wollen auch, was du da gerade gelernt hast. Okay, dann bist du überzeugt, du willst das verwenden. Dann ist das nächste, was du haben willst, Installation. Dann kriegst du Installation, dann hast du es installiert, dann fangst du an zum Konfigurieren und merkst, naja, aber eigentlich will ich ja das und das anders und das und das anders. Das heißt, jetzt brauchst du dann als nächstes die Details zu den Features und die auch in der Reihenfolge, wie es das verwendest. Also zuerst einmal musst du ein neues anlegen, dann musst du halt Backups schreiben, dann musst du halt alte Backups löschen, dann musst du halt rücksichern und in der Reihenfolge ist das auch alles richtig aufgebaut. Also ich habe selten eine so vernünftig strukturierte Doku gesehen. Cool. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich habe das Pelikan-Blog-System eben auch über, da verbringe ich sehr viel Zeit in dem Read-the-Docs-Doc für das Pelikan und ich nehme an, man kann auch mit Read-the-Docs eine schlechte Doku schreiben. Wenn das glaube ich auch, Aber ich habe wirklich gute gesehen, das unterstützt das Schreiben und fand das lesbar machen von guter Dokumentation. Und vor allem ist das jetzt eine fixe Arbeit, wenn man so viel Doku schön schreibt und die haben sich da echt hingesetzt und das gescheit geschrieben. Und du kannst, wie gesagt, das glaube ich auch ziemlich gut online über diesen Service verwenden. Absolut. Absolut. Ich habe das komplett online. Nichts installieren, machst alles online. Ja. Nice. Und schaut dann cool aus. Okay. Schau dir mal an. Das heißt, das ist wieder so ein zentrales Service wie Wikipedia oder sowas. Wenn das Ding ausfällt oder wenn das Ding pleite geht, ist alles weg. Dann halt auf der Kommandozeile. Ja, du kannst auch deinen eigenen Read-the-Docs hosten. Kannst da, ja. Aber willst du das? Hast du deine eigene Wikipedia? Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon früher an solche Sachen gedacht habe. Zum Beispiel, jegliche Dokumentation, die auf meinem Rechner war, habe ich über meinen Webserver publiziert. Das heißt, wer den Link kannte, das war einfach nur /doc, beziehungsweise für die Ruby-Dokumentation rdoc, konnte auf die komplette Dokumentation von jedem installierten Paket auf meinem Rechner zugreifen. Das war immer ein Debian-basiertes System und Ruby hat ja das RI, und beziehungsweise rdoc, und auf die konnte man dann zugreifen. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich inzwischen gibt es Alternativen tatsächlich übers Internet, aber das Wichtige ist, das Paket selber bringt die Dokumentation mit und nicht nicht dieses zentrale Service bietet mir die Dokumentation einzig. Also ausschließlich meinst du? Ja. Und das ist für mich wichtig, dass ich auch bei ausgefallenem Internet die Dokumentation lesen kann. Darf ich euch entnörden? Ja, tun wir. Gregor, Anna, habt ihr ein Thema, was euch am Herzen liegt? Weil sonst bringe ich mich jetzt gewalttätig ein. Nein, am Herzen, ich schiebe kurz was ein. Ja. Mich also, fragst nein, du das. Ich weiß, dass du dich selber äußern kannst. Im Gegensatz zu uns. Hey, was war denn dies? Ich wollte nur kurz einstrahlen, es lohnt sich gerade.
Was? Ich wollte nicht sein, alle gleichzeitig. Gut, ich kann mich sehr gut jetzt einbringen. Das habe ich getan. Es gibt, es ist gerade zur Zeit recht lohnend, sich deutsche Filmpodcasts anzuhören, weil die sind untereinander ziemlich gut vernetzt. Und die haben immer so nette Aktionen. Und die letzte Aktion, die sie gestartet haben... Die cross-promoten sich? Oder? Ja, sie erwähnen diese Aktion und cross-promoten sich. Es ist jetzt keine Systemik dahinter, aber sie erwähnen... Also zum Beispiel bei der Cinecouch haben sie mir auf einmal in einem Schlag 5 andere Filmpodcasts empfohlen und die habe ich auch alle abonniert und ich bin seitdem heillos überfordert. Aber kommst du noch ins Kino oder? Kaum. Ich war kein einziges Mal seit dem letzten Mal. Und naja, und die haben zurzeit irgendwie die Aktion O-Western. Ja? Ich hätte es ja Wostern genannt, ja? Aber sie haben gemeint, zu Ostern schauen sie sich alle Western-Filme an und besprechen die. Ja? Und die kann ich jetzt, ich kann dir empfehlen, wenn man für ein bisschen in dieses Genre aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie was erfahren will. Zum Beispiel die Wiederaufführung, die sich viel mit DEFA-Filmen oder DEFA-Verbotsfilmen auseinandersetzt. Die haben einen deutschen Western zum Beispiel besprochen. Oder das Bahnhofskino, das hat irgendeinen absurden Django-Film, glaube ich, besprochen, einen älteren. Das Bahnhofskino ist ein Podcast. Ist auch ein Podcast, ja, okay. Genau. Was habe ich noch? Den Lichtspielcast. Da habe ich noch nicht so viel reingehört. Ich glaube, die haben auch einen Western besprochen. Das ist nicht uninteressant. Ich glaube, da podcastet ein Österreicher oder ein Bayer mit. Ich bin mir noch nicht richtig sicher. Ich muss mir das noch Dings. Ich glaube, Second Unit hat, glaube ich, auch eins gebracht, Cinecouch sowieso. Ja, einfach reinhören, wenn man auf Western aus verschiedenen Richtungen steht, hat er anscheinend zurzeit wieder so ein bisschen ein Revival, dann kann man da reinhören. Ja, einen weiteren habe ich aufgenommen auf Empfehlung von der Anna in den Bewegton, den kann ich auch empfehlen. Habe ich erst 3 Episoden gehört, aber ist wirklich angenehm. Also die Anna hat dir eine private Podcast-Empfehlung gemacht, oder habe ich da was nicht gehört? Ein Film-Podcast. Ja, genau, Bewegton, super. Magst du die öffentlich auch machen für den Biertaucher Podcast? Ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass du den Gregor private Podcast-Empfehlungen machst. Ja, es ergab sich so. Immer sind wir nett zu dir und zum Gregor, der kriegt ihn nicht. Anna hat sich gerade den Kopf angehauen. Nein, kleines, sündenbestrafte, liebe Gott, sofort. Genau. Es tut mir jetzt vor. Alternativ, ich mache eine private Podcast-Empfehlung, die der Gregor nicht kriegt. Es ergab sich, dass wir auf dem Nachhauseweg über Podcasts, über Geschichte und Film sprachen, genau. Und von den Bewegton, da ist einer davon bei dem Münchner Podcast Stammtisch dabei, deswegen kannte ich diesen Podcast. Und ja, das ist einer, der ist ein großer Fan von Kammerspielen und der andere ist ein großer Fan von Animes. Und das war dann so der Beweggrund, warum ich das dem Gregor empfohlen habe, weil er da gerne Kammerspiele und gerne Anime sieht. Ja. Ja, und, genau. Cool. Und ich habe halt den irgendwann angefangen zu hören, indem man halt so Podcast anfängt zu hören, weil man Leute kennt, die da podcasten. Genau, ja, ich höre den selber auch. Ja. Ist immer sehr stimmungslaut. Also bei mir gibt es immer so 2 Parameter. Das erste ist die Filmauswahl, weil so für den Hauptblockbuster habe ich den Nerd Talk. Das ist so die so das Daily Business besprechen oder so. Und ob die Chemie zwischen den Sprechern gut passt. Und der Haus ist super. Die kennen sich schon ziemlich lang. Das haut einfach super hin. Das ist einfach wirklich schön anzuhören. Ja. Und wenn wir schon über Western reden, einen würde ich so gerne anschauen, weil der ist so ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher wie Hateful Eight rausgekommen. Und ich habe den Verdacht, ich habe mir so die Bilder angeschaut, spielt nämlich auch der Kurt Russell, der bei Hateful Eight auch mitgespielt hat, auch in Bone Tomahawk mit. Und ich glaube, der musste sich gar nicht umziehen für diese Film. Das schaut also als würde er am Set von Hateful Eight stehen. Und ja, das geht auch so ein bisschen in Richtung Horrorfilm anscheinend. Und das wäre ein Film, der würde mich interessieren und werde ich mir demnächst anschauen. Nein. Ja, das war so mein Western-Einwurf. Ich komme sonst zurück zum Programmierunterrichten. Anna, magst du irgendwas sagen zum Thema Podcast? Die Anna weiß immer noch nicht, ob sie renten will oder nicht. Ich würde noch gern ein Technikthema reinbringen. Ja, ja. Ich bin jetzt dazu gekommen und habe mir gedacht, ach, ich bin so oft bei meiner Freundin, ich stelle mir mal bei ihren Raspberry Pi auf mit einem Monitor und Tastatur.
Damit dir Maus, bei der Freundin nicht fad wird. Damit ich mich immer das Laptop mit rumschleppen muss. Ah, okay. Welche Version vom Raspberry? Raspberry Pi 2. Boah, mhm. Das Bier ist heute ganz schlimm. Gut, dass man das nicht hören kann. Glaubst du? Das heißt, ich das alles in der Post-Production noch. Blöd nur, dass ich die ganze Zeit selber erwähne, sonst würde es keiner wissen. Ich werde es noch extra hervorheben in der Post-Production. Aber noch einmal, damit ich das richtig kapiere. Deine Freundin hat jetzt nicht gelächzt nach einem Raspi. Nein. Sondern du wolltest nicht mit deinem Laptop hin, damit du bei ihr nörden kannst, sondern wolltest dort genau. So schleppfrei nörden. Richtig. Ja. Ich bin jetzt dabei, okay. An jedem ihrer Hose auf das Äquivalent von für Nicht-Nerd-Freundinnen, die nicht Bier trinken, aber sich für den Freund Bier in den Kühlschrank stellen. Dass wenn man einen Nerd-Freund hat, dass man sich dann einen Raspi ins Wohnzimmer stellen lassen muss. Habe ich das richtig kapiert? Ja, genau. Gott sei Dank hat sie kein Wohnzimmer. Also kein eigenes jedenfalls. Das muss sie entweder mit jemand anderem teilen oder sie hat keinen. Ist das eine WG oder... Nein, sie wohnt noch bei ihren Eltern. Und Moment, dann lass mich das Szenario genüsslich auswälzen. Ja? Sie wohnt bei ihren Eltern, ja? Und du gehst in das Wohnzimmer der Schwiegereltern ins B und baust dort dein Nerdklumpert auf, damit du nicht immer deinen Laptop herschleppen musst, wenn du die Wohnung der Eltern deiner Freundin besuchst. Ich versetze mich jetzt gerade genussvoll in die Position eines Eltern seiner Tochter, was ich über seinen Schwiegernerd denken würde. Zwei Dinge dazu. Wobei das mit dem Verteilen von Raspis, das ist nicht so weit gehört. Ich kenne Leute, die verteilen so bei Freunden immer Raspis und hängen sie dort einen Router an. Und das ist natürlich praktisch, weil dann haben sie immer, also das Frage ist natürlich besprochen und der macht das natürlich transparent und dass er immer ein verteiltes Netz von Hardware hat, wo er halt einen kleinen SSH-Zugang hat, wo er immer immer so einen kleinen Linux-Rechner hier und einen kleinen Linux-Rechner da, kann ja nicht schaden. Ich glaube, mein Grundproblem, aber ich bin so lange asozial, dass ich es nicht mehr ganz nachvollziehen kann, geht man nicht zu anderen Leuten, um sich mit denen zu beschäftigen, anstatt mit ihrer Hardware? Also, das eine gibt es das andere, weißt du? Okay. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich will nämlich gezahlt werden, wenn ich mich mit Hardware anderer Leuten beschäftige. Meine Mitmenschen sehen das mitunter anders, was, deswegen schüttle ich jetzt den Kopf. Die sehen das anders. Ja, die sehen das teilweise anders. Die gehen in deine Wohnung, um sich mit deiner Hardware zu beschäftigen? Nee, nicht nur Hardware, auch Software. Ich bringe ihre eigene mit dann. Weil meine vielleicht nicht genehm ist oder so. Also komme ich noch in der Zeit, aus der Zeit als Einzige, wo man sich analog getroffen hat und dann ohne kleine Kommunikationsdevices. Nee, du spitzt das immer als Konflikt zu, ja. Aber Hardware bringt die Leute zusammen, weißt du? Weißt du, du bringst mit, du redest drüber, du tauschst dich aus so, und so. Gemeinsam und man macht das Reden dann auch analog. Also es geht dann schon von Ohr zu Mund und Mund zu Ohr. Also das, man so, redet so halt mit wem chattest du? Weiß nicht, also ich kenne das aber schon auch, dass ich erst zwei verschiedenen Zimmern über Messenger schreibe. Das, ja, das gibt's auch. Okay. Das gibt's auch. Das gibt's schon auch. Ja. Alle Varianten, also ja. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, für die jetzt schon ausgestiegen sind, was jetzt im Prinzip von den anderen gesagt worden ist, Dennis nicht von mir. Ich komme dazu gleich noch, was ich gesagt habe und was ich da eigentlich erzählen wollte. Erstmal fasse ich jetzt zusammen, was die anderen, nicht ich, gesagt haben. Also, sie haben gesagt, das heißt jetzt, man bringt die Hardware mit den anderen, damit man sich nicht mit der Hardware mit der anderen beschäftigen muss. Mit denen an ihren Windows-Rechnern. Das habe ich jetzt nicht gehört von irgendjemandem. Ich habe nur von Hardware was gehört und mitbringen und beschäftigen. Und Mund und Ohr, das ist auch noch hängen geblieben. Das klingt alles ziemlich pervers. Nur in deinem Gehirn, Dennis. Aber mach dir keine Sorgen. Der Dennis. Wir mögen dich trotzdem. Sorry, können Sie mir den Witz erklären? Nein, Hardware. Du musst einfach den Podcast noch einmal hören. Ja, dort beim Shownotes. Ja. Sind wir noch in der ersten Stunde? Ja, nein. Ich glaube, also ab drüber. Jetzt ist die Zeit. Ah, ja. Super, dann muss ich jetzt das den Podcast erklären. Ja. Dennis, was war jetzt mit okay. Der Raspberry Pi? Ja, okay. Also, es geht darum, dass wir zwar immer noch getrennt sozusagen leben, aber immer aufeinander sind. Also entweder... Wir biegen sie mal zusammen. Ja, genau. Also
heute Abend, wenn wir uns definitiv noch sehen. Wozu brauchst du dann einen Raspi? Naja, wenn wir die ganze Zeit beieinander sind, Tag und Nacht, dann unterhalten wir uns manchmal nicht nur, sondern manchmal arbeiten wir auch. Okay. Okay, okay. Ja. Das ist interessant. Naja, gut, okay. Im Prinzip, wenn wir sowieso die ganze Zeit zusammenhängen und jeder arbeiten muss, habe ich halt meinen eigenen Pi mitgebracht, habe den dort aufgestellt bei ihr und installiert und so weiter und habe mal diesen Raspberry Pi 2 wirklich versucht, produktiv zu verwenden. Als Arbeitsgerät. Richtig, als Arbeitsgerät. Mit ohne GUI? Mit GUI, mit XFCE habe ich installiert extra und YouTube funktioniert wunderbar. Hm? Ist doch schon mal was. Ja. Dann kann das ist ja Punkt. Ende der Geschichte. Genau, zum was Arbeiten. Braucht man mehr? Nee, also um das jetzt auch zusammenzufassen, YouTube-Videos schauen heißt man Dennis arbeiten. Ja. Das wollte ich so versuchen zu übermitteln, aber es nicht kommt. Kannst du auf meinem Handy anschauen. Ja, Gott. Zu den Katzen komme ich gleich. Ich steige auf mehreren Ebenen aus, das ist viel verfordert. Wir tun nur die Hörer leid. Also, nein, ich wollte 250. Stimmt. Also ja, ich bin erstaunt, dass sogar im Firefox YouTube funktioniert. Es ist zwar nicht das Beste, was ich erlebt habe, aber auf einem großen Monitor ist es angenehmer als auf einem Mobiltelefon. Mich hat das interessiert, ob Browsen und YouTube insbesondere funktionieren würde, weil YouTube schon eine Sache ist, wo man Raspberry Pi für einsetzen kann. Und ich habe es ja OpenELEC zu Hause auf meinem Raspberry Pi 2, auch ein Zweier, am Fernseher angeschlossen, damit ich den Fernseher benutzen kann zum Videos schauen. Und dort funktionierte YouTube ja wunderbar, das war auch klar, weil es extra dafür ist. Und es funktioniert sogar im Firefox. Allerdings nicht mit 1080p und auch nicht mit 60 Bildern pro Sekunde, sondern wesentlich weniger. Und man merkt auch schon, dass es circa 10 Sekunden dauert, bis das Bild wieder da ist, wenn man in den Fullscreen-Modus geht. Also Surfen damit geht auch. Es ist nicht das Beste, aber es funktioniert. Was das Arbeiten anbelangt, da ich dafür nur SSH brauche und TMUX bzw. Screen, das war sowieso problemlos. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Was ich hier dann aber wirklich Interessantes dann ausprobiert habe, mir wurde Crystal von jemandem empfohlen. Yeah. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, meine Freundin arbeitet. Ich habe jetzt gerade mal gesagt, ich arbeite jetzt eine Stunde lang nicht und wollte dann wissen, wie es mit Crystal ist. Und habe versucht... Crystal ist jetzt auch so ein Medien... Nein, das ist eine Programmiersprache. Okay. Ja, ich erinnere mich dunkel. Und habe versucht, diese Programmiersprache Crystal auf einem Raspberry Pi zum Laufen zu bekommen und ich bin kläglich gescheitert. Also auf dem Pi, die haben ARM-Support noch nicht wirklich ausgebaut. Ich habe ein paar Kompilate gefunden, womit ich auch ein bisschen was machen konnte, aber im Endeffekt nicht mit der aktuellsten Version. Das funktioniert nicht richtig. Braucht alles nur ein bisschen mit ARM. Ja, und hier mein Kritikpunkt an Crystal und gleichzeitig das Potenzial, was eventuell verspielt wird, dadurch, dass sie den ARM-Prozessor nicht unterstützen, weil Crystal, nachdem ich mir die Doku sowieso über Wochen jetzt komplett auswendig gelernt habe, diese Sprache ist wunderbar eigentlich zum Lernen von Programmieren, inklusive Typen und so weiter. Das Lustige wäre eben, wenn es kompiliert ist, läuft es auch auf schwächere Hardware aus. Richtig, genau. Nicht? Daher wäre es wieder günstig im Verhältnis zu einem. Gibt es für Python auch sowas im Kompilat? So richtig kompiliert? Ne, richtig nicht. Nicht Bytecode, sondern... Es gibt so PYC, die legen automatisch an und dann kommt so Python, gibt es so wieder... Das ist im Prinzip Rubinius, beides ähnlich. Und Rubinius läuft auf dem ARM, das habe ich schon zum Laufen bekommen. Aber Crystal ist halt, habe ich mir gedacht, hey, damit könnte ich ein paar Softwareprojekte vielleicht umsetzen, weil es dort auch schon einiges gibt. Aber nee, für den ARM geht es nicht. Und x86er, ich habe dann versucht, auf Servern Crystal zu installieren und da bin ich dann auch zum Teil gescheitert. Also bei Uberspace bekommt man es nicht zum Laufen. Aha. Nicht so direkt, weil LLVM problematisch ist und Crystal dann auch problematisch sein wird. Und dann hatte ich noch einen anderen Server, der nur 1 Gig RAM hat, aber wirklich hart. Da konnte ich LLVM
kompilieren komplett, aber das anschließende Kompilat, also nicht, also wo die O-Dateien zusammengefügt werden, ich weiß gar nicht, was zum Schluss rauskommen soll, ob jetzt LLVM selbst oder ein SO, das konnte er nicht zusammenbilden, weil er dafür mehr als 1 GB Speicher bräuchte. Also das ist... Also du hast das nicht zum Laufen gebracht? Nein, leider nicht. Allerdings auf meinem Laptop, aber das war sowieso klar, dass das ginge. Den müsstest du dann wieder mitschleppen zur Frage. Eben, genau. Und das okay, wollte ich mir sparen. Aber ich komme ja jederzeit vom Internet aus auf meinen Laptop, wenn es zu Hause steht und an ist. Also okay. Das ist ganz auch möglich. Ja. Das ist meine Geschichte zu MyCrystal auf einem Raspberry Pi und probieren und was eigentlich wirklich mit einem Raspberry Pi geht, weil ich noch nie das wirklich als Desktop verwendet habe. Und es ist tatsächlich machbar, wenn nicht das Beste. Und Dreier werde ich mir demnächst wohl auch noch anschaffen. Und ähnliche Erfahrungen haben wir letztens gehabt mit dem Atom Editor, den ich gern gehabt hätte. Und dann Raspberry Pi 3, nö, geht auch nicht. Und dann Dreier geht auch. Geht auch nicht, auch wieder genau wegen dem ARM-Support. Es gibt die Erste, die haben es geschafft, ihn zu kompilieren. Also man hat dann ein Kompilat und wenn man das startet, dann gibt es wieder Fehlermeldungen. Also das ist alles noch das alles... Das kann sein, dass sich das mit der Zeit... Absolut, das wird sich schon ändern. Wenn sich dann wer darum kümmert, der ausreichend sich mit ARM auskennt und das drauf kompilieren kann. Aber ich merke, es wird immer mehr, was unter ARM geht. Also Ruby zum Beispiel geht mittlerweile problemlos. Sowieso, das mit geht schon seit Jahren. So, ja, das geht ohne Probleme. Also ich glaube, der ARM-Support ist schon uralt, das ist mindestens schon 10 Jahre. Und Python meines Wissens auch. Python geht auch, ja. Auch Python 3 geht ohne Probleme. Ja. Das ist auch manierlich. Es wird immer mehr. Postgres oder sowas problemlos, ja. Das ist alles sehr hübsch. Wird das jetzt Thema du gern wieder in Richtung Programmieren lernen bringen? Ja. Probier mal. Also wieder programmieren. Ja. Okay. Hau rein. Habt ihr nichts Dringenderes oder Nerdigeres? Nee. Okay. Ja, also mehreres. Also ich habe zu Ostern relativ viel gearbeitet. Ich hoffe, ich werde es schaffen, ein Blogposting darüber zu schreiben. Ich bin sehr stolz drauf. Ich habe einen Schüler, der war 15, hat noch nie vorher programmiert. Habe ich in einer Woche, also 5 Vormittagen, nicht nur Python beigebracht, sondern auch Pygame. Mhm. Und der hat damit ein herzeigbares Spiel programmiert. Also das war für mich ein ziemlicher Erfolg, gleich direkt in eine Third-Party-Library reinzugehen, ohne groß mich mit Grundlagen aufzuhalten. Und generell habe ich das Gefühl, also je länger ich unterrichte, es ist besser, ich rede möglichst wenig und versuche möglichst wenig Theorie zu erklären, sondern einfach mach gute Templates und lass die Leute daran arbeiten und vieles lernen sie implizit. Okay, also dass du sie eine Vorlage, ein Grundgerüst lieferst und sie gute Example-Games, wo sie leicht was ändern können und ich glaube, also, dass sie daran mehr lernen und dass ich dann bei Interesse oder bei Nachfragen kann ich dann auch mal erklären, was jetzt diese Klasse ist, an der sie ändern, an der sie dauernd rumändern. Aber es ist viel leichter, sie haben ein paar, so 3 Klassen, jetzt sagen wir mit Gegnern und Sprites und Mutterschiff und Spieler und ändern da herum und wissen dann implizit, was Klassen sind. Also ich versuche es ihnen erst zu erklären, weil das einfach wertvolle Kurszeit wegbratet, wo es nachher dann zwar wissen, was eine Klasse ist, aber immer noch kein Spiel haben. Das ist ja sicherlich motivierend, Gleichergebnisse zu sehen. Also ja, und gleich ein vernünftigen Template gleich rumdoktern können. Also das ist derzeit so eine Theorie. Ich hoffe, ich schaffe ein Blogposting über alles, was ich unterrichtet habe und das verlinke ich dann. Was ich erzählen will, ist, dass ich von Derek nach Moskau eingeladen worden bin. Und ich war in der russischen Botschaft und habe mir ein Visum besorgt, aber ich musste mehrmals hingehen, weil ich dann gescheitert bin. Ich kann es vielleicht am Ende vom Podcast noch erzählen, was ich jetzt gelernt habe, wie man sich in einer russischen Botschaft benimmt, wenn man ein Visum haben will. Ja. Ja. So mehrere kleines Kleinigkeiten. Also ich, so wie bei mehrmals bei der Führerscheinprüfung durch. Ja, ja, ist auf Lustdiagramm. Aber warum? Bist du wieder nüchtern? Nein, ich bin gerade am Gegenteil. Ich bin gerade beim zweiten Bier. Aber was ich wirklich erzählen will, und ich versuche jetzt eine Debatte anzustoßen, ich hoffe, ihr könnt da einwerfen. Ich, also in Moskau bin ich eingeladen auf der Education International Education Fair als Speaker. Und die Einladung war so, dass der Derek gesagt hat, sie suchen Speaker und ich soll mich melden. Also das, so hat sich eine Möglichkeit abgespielt. Und ich wurde auch akzeptiert. Ich nehme an, dass die weder sehr international ist, noch dass es wirklich sehr viel
englische Speaker gibt, aber wurscht. Und ich habe mir den Talk ausgesucht, Teaching with Open Source. Mhm. Teaching Open Source. Und ich möchte halt, weil das mein Herzensthema ist sozusagen, wie man jetzt Open Source Ideologie eigentlich in den Unterricht reinbringt. Und ich habe auch relativ wenig Ahnung, wie sehr das in der Russischen Föderation derzeit ist. Ich nehme aber an, dass die aus ideologischen Gründen ein bisschen und auch aus finanziellen ein bisschen öfter offener dazu sein werden als unser eins. Also es wird dort nicht Microsoft so stark sein, nehme ich an. Zumindest nicht wirtschaftlich so stark, dass die jeden Lehrer dort kaufen können. Ist meine Hoffnung. Ne? Also deshalb fahre ich eigentlich hauptsächlich hin. Und wo ich den Talk, den ich erst schreiben muss, aufbauen will, ist halt über meine Beobachtungen und was ich von anderen Lehrern weiß, aber vielleicht habt ihr dazu auch was zu sagen, was ihr mir sagen könnt jetzt. Ja? Oder was wir im Podcast vielleicht diskutieren können. Weil meine Kernthese ist, die ich natürlich nicht selber aufgestellt habe, sondern geht zurück auf Kurt Kramlich und auf andere, die das geredet haben, ist, dass du, wenn du Open Source einsetzt im Unterricht als Lehrer jetzt, wenn du versuchst, deine Schule jetzt sozusagen auf Linux umzustellen oder wenn du einfach als BE-Lehrer jetzt freie Software verwendest anstatt Photoshop. Ja? Also wenn du das machst, impliziert das, dass du dich sozusagen mit einer Community von anderen beschäftigst, die dir dabei helfen, weil das hast ja nicht alles aus einem Buch. Wenn du sozusagen den Linux-Weg gehst oder den freie Software-Weg, vernetzt du dich automatisch stärker. Vielleicht nicht. Du schaffst es nicht ohne andere Leute. Das ist sozusagen die Kernthema. Und dass diese Vernetzung bringt dir dann was. Und meine Theorie ist, dass das dann auch abstrahlt auf die Kinder oder auf die Schüler, die du unterrichtest. Was ich gerne hätte, wäre. Also meine Erfahrung war andere. Mhm. Also ich habe mich dadurch nicht mehr vernetzt. Ich habe es nämlich aus Büchern gelernt. Im Großen und Ganzen war das der Kofler, den ich immer wieder mal ganz gerne empfehle, weil es gibt ihn noch immer. Der ist, glaube ich, weiß nicht, 15. Auflage mittlerweile oder so. Ja, der macht diese dicken Linux-Bücher, oder? Yep. Er macht auch dünne Linux-Bücher, aber er macht auch den Kofler. Also das Buch heißt dann einfach Linux. Das ist ein Steirer. Das beste deutschsprachige Linux-Buch, das ich kenne. Ich glaube, ich kenne auch kein besseres englischsprachiges. Aber egal. Also das kann man super empfehlen, wenn man Linux lernen will und bereit ist, einen Wälzer zu lesen, dann hat man nachher sehr viel gelesen davon. Mhm. Also ich habe vollkommen eigentlich ohne Community das Ganze gelernt. Okay. Das war einfach aufgrund dessen, dass ich vieles können wollte, wo ich gesehen habe, das geht mit Windows nicht oder nicht so einfach oder nur unter gewaltigen Lizenzkosten. Das war dann am Ende meines Studiums, wo ich das Linux dann von einem Kommilitonen, also von einem Mitstudenten gehört hat, dass das gibt und was man da alles tun kann und so weiter und das ist dann auch ein richtiger Server und so, dann hat mir das gejuckt und dann habe ich das einfach gelernt und dann auch in einer Firma, also eigentlich in einer Organisation umgesetzt und dort umgestellt von Windows auf Linux. Ich bin dort eigentlich nur widerständig gestoßen. Das war jetzt die Firma oder da warst du noch Lehrer? Da war ich noch nicht Lehrer, da war ich Lehrer auch zu der Zeit, Parallellehrer. Aber hast du versucht, in einer Schule aktiv Linux einzusetzen? Nein, das haben wir dort sowieso gemacht, weil die Schule war serverseitig zu dem Zeitpunkt komplett auf Linux. Mhm. Desktopseitig waren alle Rechner Dualboot, Windows und Linux. Wobei die Lehrer, außer den Freaks, haben alle nur Windows verwendet und die Freak-Lehrer haben dann halt unter Linux auch was gemacht. Und das, wo ich es umgestellt habe, das war die Kufner-Sternwarte damals, die habe ich komplett umgestellt von Windows auf Linux. Die Serverinfrastruktur, Desktops auch dort auch nicht angegriffen, außer meinen eigenen. Und bin eigentlich im Großen und Ganzen eher nur auf Widerstände gestoßen, dass man sich vielleicht Lizenzkosten spart und auf die Art und Weise Sachen gekriegt hat, die man nicht gekriegt hätte, wie zum Beispiel kostenloses, sicheres VPN zwischen den Standorten. Das hat keinen wirklich interessiert. Ob das gegangen wäre mit was anderem oder nicht, war ihnen wurscht. Ja. Wenn es funktioniert hat, waren sie froh, aber das war es im Großen und Ganzen. So den Ur-Super-Community-Gedanken habe ich dort dadurch eigentlich auch nicht erlebt. Das ist eigentlich alles erst wesentlich später gekommen und tendenziell eigentlich eher in den Programmierer-Communities und nicht so in den Betriebssystem-Communities. Habe auch nicht wirklich Anschluss gefunden, weder an den Wiener Linux, was ist das Linux Stammtisch, an die Luga, ich nicht wirklich ran. Ich habe es auch versucht einmal. Bitte? Den Ubuntu-Stammtisch? Nein, ein bisschen wieder was anderes. Ah, okay. Auf den komme ich gleich als nächstes, weil bei dem war ich auch zweimal dort. Auch dort habe ich es nicht wirklich geschafft. Also das waren beides nicht Communities, mit denen ich kompatibel war. Also hast du online dann eine Community gefunden oder hast du wirklich alles nur mit dem Blick gemacht? Kein IRC? Nein, kein IRC verwendet. Sehr viel in Foren herumgesucht. SUSE-Forum war damals ziemlich stark.
IRC habe ich wirklich kaum verwendet und Fragen in Foren gestellt und dort Antworten auch gekriegt. Das schon, aber das ist jetzt nicht so, also nicht so Teamgeist-mäßig. Das habe ich damals eigentlich nicht erlebt dadurch. Das heißt, man könnte es überspitzt sagen, dass die Community, die du zwar über das Programmieren gefunden hast, hättest du jetzt auch als Windows-Programmierer gefunden, wenn du dich auf die... und hatte ich teilweise auch. Okay. Das dämpft mich natürlich. Wobei ich sehe sehr viele Communities, die eigentlich im Großen und Ganzen gescheitert sind oder am Scheitern entlang schrubbeln. Also Community-Building halte ich einfach für schwer. Ja, ja. Und meine Erfahrung ist, es liegt eigentlich immer so an 2-3 Leuten. Wenn die schaffen, das zu tragen, dann kann sich um die rundherum was bilden. Und dann kann das was werden. Und wenn es wirklich nur Einzelgänger sind, dann wird es einfach nichts. Nicht? Also es hängt sehr davon ab, ob es Leute wirklich ein Interesse dran haben und das dann über lange Zeit tragen, auch mit ihrer Energie. Habe ich euch schon alle verloren? Oder kann ich mal ja, was bin okay. Also mein Kerngedanke ist der... das geht auf den Kurt Gramlich zurück, also der Chemnitzer Linux-Tag, der hat lange unterrichtet und der hat gemeint, also das Wertvolle von Open-Source-Verbänden ist nicht dieser Preisvorteil oder die Features, weil eine kommerzielle Software kann auch irgendwelche tolleren Features haben und kann, was er sich anstrengt, auch billiger sein und man sollte nicht drauf hocken. Sondern der Kerngedanke ist eben, dass du Freiheiten hast durch freie Software und dass du die auch weitergeben sollst. Und der Kernprofit, den du hast, hat er halt gemeint, der ist ein älterer Mann, also er hat das schon lange gemacht, ist jetzt auch nicht, die Freiheiten werden an sich per se nutzlos, sondern die ermöglichen die, oder das, was wirklich dich bereichert persönlich, ist das Netzwerk an Beziehungen, das du aufbaust, indem du in der Free Software Community aktiv bist, ob das jetzt eine Programmiersprache ist oder eben eine Distributions-Community. Also, dass du auf Linux-Tage gehst, dass du Kontakte knüpfst, dass du sozusagen ein weltweites Netzwerk von Begeisterten hast und Freiwilligen, die dir helfen und die dir praktisch Support-Dienstleistungen geben, die du dir sonst nie leisten könntest. In der das hat sozusagen gemeint. Das ist das Wertvolle. Und ich versuche, diesen Gedanken halt in einen Talk reinzugießen. Und meine Meinung ist, aber das kann ich sehr schwer jetzt sagen, weil ich dazu zu wenig Beispiele habe. Ich kann es nur an mir selber sehen. Dass wenn du selber, also das ist ganz was Grundsätzliches, ich glaube, dass du als Lehrer fachlich nicht super kompetent sein musst, um gut zu unterrichten, sondern du musst ein gewisses Charisma haben und wirken, also was eher mit einem Schauspieler zu tun hat oder mit einem guten Kabarettisten. Mehr in die Richtung, ja. Auch fachlich, ja. Das schadet nichts, wenn du da Ahnung hast, fachlich, und du solltest auch einen gewissen Mindestlevel haben, dass du keinen totalen Blödsinn erzählst, aber... Wenn du jetzt fachlich 17 Mal besser bist, bist du nicht 17 Mal der bessere Lehrer, sondern vielleicht 4-mal der bessere Lehrer. Ja, ja. Das heißt, wenn du menschlich gut drauf bist und die Kinder sozusagen dich aufgrund deiner Persönlichkeit mögen oder schätzen oder zumindest bewundern, dann bringt das mehr weiter. Also ich sehe das so, wenn ich Leute frage, warum bist du Chemiker geworden? Und dann sagen die, ja, weil ich einfach einen leibenden Chemielehrer gehabt habe. Oder warum bist du das und das geworden? Ja, weil ich in der Schule einen Lehrer gehabt habe, der das geschafft hat, mich dafür zu interessieren. Das ja, ich sage, dass oft sind sehr vernachlässigt, gerade im universitären Bereich. Du kannst das auch sehr schwer finden, dass da dieser Bereich der Pädagogik einfach so manchmal komplett ausgeblendet wird. Aber wenn du auf der Uni bist, ist ja schon, dann hast du ja schon deine Berufswahl getroffen. Theoretisch, okay. Wieder ein anderes Thema. Okay. Nur zurück zu dem, worauf ich hinaus will. Ich glaube halt, dass wenn eine Schule oder wenn ein Lehrer eigentlich sich sozusagen aktiv für freie Software oder für die Ideologie dahinter beginnt zu interessieren und das versucht umzusetzen, wird er natürlich auf vielen Ebenen scheitern. Die Kollegen werden nichts davon wissen wollen. Der Staat oder die Institution wird ihm eher gegen ihn arbeiten und sonst wird es auf vielen Ebenen schwer sein. Aber ich glaube, allein dadurch, dass er es macht, bringt er einen positiven Effekt auf die Schüler. Mein Instinkt sagt mir, im idealen Fall ja. Der positive Effekt ist, dass du als Schüler merkst, das ist einer, der sich für was engagiert und der ist begeistert davon und diese Begeisterung kann er dir vielleicht mitgeben. Ja, das ist jetzt sehr, sehr weich. Da packst du so viele Ich würde jetzt gerne fürchterlich dagegen reden. Nein, aber ich glaube, es ist nicht direkt dagegen. Also meine Erfahrung ist eher die, dass es genauso dogmatische Leute gibt, gerade bei den Linuxern, gerade bei Ubuntu, wie es Windows-User gibt. Ja. Und ich habe auch solche schon kennengelernt. Dogmatische Linux-User. Dogmatische Ubuntu-User. Was genau? Klopft sich auf die Schulter. Die
dann aber genauso in ihrer eigenen kleinen Ubuntu-Welt leben, wie die anderen in ihrer Windows 7-Welt leben. Und die vergrößert die Blase nicht. Finde ich jetzt die Community nicht besser, sondern nur anders. Was ich mir gerade so überlegt habe, ich hatte einen extremen Aha-Effekt, als ich zum ersten Mal Linux in den Fingern hatte und nicht mehr Windows. Und zwar war das dieses, okay, da geht jetzt was nicht. Das liegt aber daran, dass ich das nicht kann und nicht daran, dass irgendeine Firma, irgendein Unternehmen dahinter steckt, das mir das verbietet. Du hast ja Freiheit. Und da habe ich eine wahnsinnige Freiheit empfunden, weil man gedacht hat, ja, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es ja lernen. Ja. Gut, ob ich das habe ich in vielen Punkten dann nie getan, weil ich nie den Bedarf hatte. Aber ich habe das als wahnsinnige Freiheit empfunden. Und ich glaube so, dass Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen und die diese Freiheit schätzen können, dass die vielleicht auch ein bisschen die besseren Lehrer sein können, weil die selbst. Das ist umgekehrt. Als du als Schülerin hättest du nicht gern so einen Lehrer gehabt? Ich hätte als Schülerin schon gerne einen Lehrer gehabt, der mir vermittelt hätte, dass man mit irgendwas eine Freiheit haben kann. Also beziehungsweise die Lehrer, die das gemacht haben, die habe ich immer lieber gehabt, als die, die mir erzählt haben, irgendwas geht auf eine Art und das ist die einzige wahre. Ne? Also das ja, klar. Aber das mit der Community... Das bricht sich dann halt immer wieder auf. Ich versuche ja auch zu viel. Aber sagen wir mal so, es gibt eine Community bei anderen Systemen ja nicht zwingend. Jaya, wenn du jetzt Windows-User bist, hast du nicht eine weltweite Community, die dich wahnsinnig unterstützt. Du bist eigentlich einer von vielen Windows-Usern und du kannst sicher in einem Forum dich... Aber die haben ja auch Foren. Das ist auch Stack Overflow und du hast sie. Bei Microsoft ist es halt ein Walled Garden, das nennt sich MDSN oder so. Ja, ich war da auch mal drin. Und MSDN. Tauschen dann Access-Tipps aus. Das ist auch nicht der einzige Platz, das Internet quillt überall. Da muss ich die Leute zusammenstellen. Geh als Red Hat-User in ein Debian-Forum, ich wünsche dir viel Spaß dort. Was siehst du, was Community heißt? Du kommst aus dem Forum und noch mit blauen Augen raus. Ja. Jetzt, also dieses Blasenwesen ist teilweise schon ziemlich übel, hat aber nichts mit freier Software zu tun, sondern das ist eher halt, glaube ich, in der Natur des Menschen begründet, diese Geschichten. Und ich hab schon sehr viele unangenehme Sachen gesehen und Streitereien gesehen, die unnötig waren. Also auch zum Beispiel rund um diese um den Pöttering, was sich da so abspielt, ist eigentlich echt beeindruckend, was für Pflegeleien da und Beleidigungen da rundherum passieren, die total nicht notwendig sind, weil man kann einfach auch nur sagen, na, das interessiert mich nicht, mache ich nicht. Ne? Aber da ging dann Flame Wars los. Findet ihr das nicht eine andere Qualität? Angenommen, ich bin jetzt in einem Microsoft Forum aktiv und sage dann, das stört mich jetzt so, dass Access das und das nicht kann. Und dann sagt irgendeiner, ja, dann macht ihr halt selber ein neues Access. Und in einem Linux-Forum wäre das möglich. Nein. Weil du kannst dir eben kein neues Access machen. Das ist also einfach nicht praktikabel. Ein Access nicht, aber ich kann mein neues LibreOffice Base machen. Beziehungsweise das Argument wird doch oft missbraucht. Wenn du nicht weiterkommst, wird dann gesagt, na dann forkst doch, programmierst du selber. Ja, aber zumindest kann ich theoretisch das forken. Bei dem anderen kann ich das nicht. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst doch als Lehrer. Wer zahlen, der das forkt. Du kannst den als Lehrer natürlich deinem Publikum vermitteln, dass diese Freiheiten gibt oder so. Aber es dann runter zu. Am Ende bricht sich wie immer, wie gesagt, auf den Faktor Mensch runter und da gibt es Communities, sind da immer ganz eigen und da gibt es keinen. Da ist es freundlich und da ist es hübscher, weil es das nicht in proprietär oder Open Source so aufspaltbar ist, da diese Kultur. Weißt du, was ich finde, was es schon gibt? Das ist, also ich habe mir, wenn ich von irgendeiner Aufgabe stand für irgendein Problem, ich benutze jetzt gerade Mac, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber ich hatte immer, wenn ich vor irgendeiner Aufgabe stand, wusste ich, ich kann in diesem Internet rumsurfen und irgendwo werde ich irgendwas finden, wo jemand irgendwie schon mal geschafft hat, genau diese Aufgabe zu lösen. Das ist mir weder bei Mac noch bei Windows je passiert. Wie? Dass ich irgendwo Leute gefunden habe, die sie irgendwas ausgetüftelt haben und dann gesagt haben, ich habe das gelöst. Ich habe immer irgendwelche Sachen gefunden, ich habe schon den Eindruck, dass die Leute anders rangehen, aber ich habe nicht zwingend den Eindruck, dass sie anders miteinander umgehen. Deswegen. Ja. So rum.
Ja, aber du sagst also jetzt indirekt, du hast bei Linux-Sachen bessere Lösungen gefunden. Ja, allerdings nicht welche, die durch Kommunikation entstanden sind, sondern welche, wo sie die Leute halt davor gesetzt haben und irgendwie immer selber rausgefunden haben und dann halt das in dieses Internet reingeschrieben haben, weil sie stolz drauf waren, dass sie es rausgefunden haben. Dann zusammen. Das ist aber eigentlich, also, da kommen ein paar Sachen rein. Wo ich angefangen habe, mich mit Rails auseinanderzusetzen, und wir gehen vorher Theory of Everything. Nein, so schön wird es nicht. Habe ich mich vorher ein bisschen auseinandergesetzt mit dem ASP.NET MVC, das ist das Analog- und Microsoft-Technologie, habe mich dort gebildet, habe dort genauso viele Podcasts gefunden, genauso viele Schulungsvideos und Technet-Artikel, wie ich um die Ruby und Rails-Szene damals auch gefunden habe. Also Microsoft hat das halt auch teilweise finanziell ordentlich gepusht, indem sie ein paar Leute da rein, und die haben dann auch dort Community gebildet, wo dann auch Hunderte diskutiert haben. Das war vor Stack-Overflow-Zeiten noch. Das war halt eine proprietäre von Microsoft zur Verfügung gestellte, aber Inhalt hat es dort auch gegeben. Community und Begeisterung, so dieses Fieber, so, das hat es dort alles auch gegeben. Was ein bisschen ernüchternd ist, und das passt, glaube ich, ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, wenn man sich anschaut bei den Projekten, die erfolgreich sind, da hat es letztens einmal eine Analyse gegeben von 150 oder 200 GitHub-Projekten, und dort hat man geschaut, alles Open-Source-Projekte, hat man geschaut, wie ist denn das mit dem Bus-Hit-Count. Das ist die Zahl, wie viele Entwickler oder Entwicklerinnen müssen ausscheiden, dass das Programmprojekt de facto mit dem Entwickler, der jetzt vom Bus getroffen worden ist, verstirbt, weil es an einer Person hängt. Ja. Und bei über 3/4 der Projekte ist die Zahl 1. Ja, und also bei, wenn der nicht mehr weg tut, stirbt das Projekt. Und wieder beim Rest, über 3/4 ist die Zahl 2 und so weiter. Also es ist, im Großen und Ganzen sind die großen Community-Lösungen zwei Leute, die nicht Community-Lösungen, sondern Einzel- oder sehr kleine Gruppen, die da einen Effort machen. Und jetzt dann übertragen, ja, aber da gibt es doch die Geschichte mit den Pull-Requests und so weiter. Da gibt es die etwas harte Formulierung, ein Pull-Request ist in Wirklichkeit, hier hab meinen Code, friss oder stirb und warte ihn bis zum Ende deines Lebens. Das ist so die unfreundliche Formulierung des Community-Aspekts. Also no-support. Du supportest, nicht ich. Ist jetzt dein Code. Ne? Also diese Sachen sind über weitere Strecken nicht so nett, wie sie nach außen aussehen, wenn man sich dann wirklich hineinbegibt und wenn man dann sich in dieser, wenn man versucht beizutragen und dann auch teilweise auf unheimliche Hürden stößt, weil die Leute grundsätzlich einmal annehmen, dass das eigentlich eine feindliche Übernahme ist, die da gerade passieren soll und so. Also die persönlichen Aspekte sind sehr schwierig. Kann ich nochmal zur Ursprungsfrage zurückgehen? Findet ihr, dass es irgendwas gibt, warum sozusagen freie und der Gedanke von freier und Open Source Software, also die Ideologie dahinter, in Schulen reinkörert, oder bin ich damit eher allein? Ja, ich meine, es ist halt die Frage, es gibt Argumente. Ich meine jetzt nicht immer hinterherhecheln der letzten Version von irgendeinem LibreOffice-Version, irgendwas proprietären, sondern von der Ideologie her. Warum sollte man sozusagen ein bisschen Stallman in den Lehrplan einbauen? Gerade das Stallman ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil der konzentriert sich immer auf die Seiten mit proprietär ist böse und das ist schlimm und schaut sich das an. Du musst den Leuten das eher so vermitteln, dass du ihnen den Vorjahr geben. Aber du hast ja gerade davon gesprochen, ihnen aufzuzeigen, dass freie Software dann doch seine Vorteile hat, dass man vielleicht das Gefühl vermittelt, Technik zu benutzen. Also, oder an Technik selber teilzuhaben, statt einfach nur so Lizenznehmer zu sein. Natürlich kannst du das machen, aber ich würde es niemals über die Schiene machen mit so, schaut's, wie schlecht proprietär oder Ding ist und wie eingekastelt es sind, sondern einfach Möglichkeiten aufzuzeichnen. Weil so im ersten Schritt kannst du mal so ein begeistern, setzt was um, und da kann es einem ja schon nochmal im ersten Schritt vielleicht egal sein, proprietär oder so, aber dann könntest du so mit kleinen Hinweisen auf die Vorteile, die halt offene Software dann doch auch bietet, Neugier wecken. Ich glaube, über Neugier wecken und solche Sachen wird man weiterkommen, als wenn man da, die Ideologie ist immer schlecht in dem Ding, weil du polemisierst und da wirst du immer wieder ein paar abschrecken und du wirst auch nie des Pudels Kern treffen damit. Ja, aber grundsätzlich, also nicht nur den Kindern, sondern auch den Lehrkräften nahe zu bringen, dass es da was Freies gibt, wo sie Freiheiten haben, dass die zwar anstrengend sein können, aber die halt einfach Freiheiten sind, das finde ich schon eine gute Geschichte. Genau. Also das würde ich ihnen nicht vorenthalten, und die meisten Schulen bringen sie ja noch gar nicht nahe im Moment. Ja.
finde es sehr interessant, dass du gegen den Stallman gewettert hast. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt eine Runde gerade eine Lanze für ihn brechen. Und zwar gar nicht für ihn als Person, sondern nur für die vier Freiheiten freier Software, die für mich zwei interessante Aspekte haben. Einerseits sind sie ein bisschen eine Ideologie, obwohl ich das Wort Ideologie nicht allzu sehr mag. Aber das, was ich sehr interessant an der Sache finde, wo ich immer wieder drüber nachdenke, ist, ein wesentlicher Punkt bei den Freiheiten ist, dass sie Freiheiten auch wegnehmen. Du darfst eben nicht alles machen, sondern du wirst mit diesen vier Freiheiten dazu gezwungen, die Freiheiten, die du kriegst, auch weiterzugeben. Share-like. Ja. So. Ja. In einer perfekten, idealen Welt wäre die schönste Lizenz eigentlich die BSD-Lizenz. Aber nur, wenn man davon ausgehen könnte, dass alle ihren Code, den sie öffentlich gemacht haben, auch offen weitergeben und nicht für ihre Zwecke. Ganz genau. Also so stimmt ganz das genau. Ja. Und das ist eben das, was mir an Apple nicht gefällt, sich einerseits diesen, das ist basiert auf, was, FreeBSD oder OpenBSD, die zwei verwechsel ich immer. Ja, ja. Also dann nimmt man ein super, Betriebssystem, das ist echt super, und dann baut man oben was Cooles drauf und das kastelt man aber dann ein. Das mag ich nicht. Da habe ich ein ideologisches Problem dann. Und darum sind die Sachen, die ich veröffentliche, tendenziell GPL lizenziert, weil mir das Konzept besser gefällt. Aber eigentlich nur, weil es so sein muss, weil BSD nicht funktioniert. Das ist das. Das ist eigentlich der. Aber noch einmal, du als Ex-Lehrer, siehst du einen Vorteil dahinter, wenn sozusagen. Ich sage es nicht einmal, wenn der Staat jetzt eine Open-Source-Direktive durchgibt, sondern einfach nur, wenn ein Lehrer da jetzt versucht, das in seiner Umgebung zu pushen und zu leben. Siehst du dann für die Kollegenschaft und für die Schüler und für die Lehrer da oben? A priori dadurch noch nicht. Sondern? Also ich halte grundsätzlich das Thema Freiheit für wichtig und damit ist es ein Pass pro Toto, also ein hübsches Beispiel, das man geben kann, wo man sehen kann, dass auch unter solchen Prinzipien möglich ist, dass was Großes entsteht. Was da eben an in dieser Free Software Community. Also um den Leuten zu vermitteln, auch mit Freiheit und nicht mit Hierarchie und Geld, kannst du auch was Tolles entwickeln. Genau, also das ist, jetzt sage ich halt auch wieder mal was, was man natürlich anzweifeln kann, das ist das größte Projekt, das nicht auf dem freien Markt auf Kapitalismus aufbauend ist, was da entstanden ist. Was mehr oder minder gewonnen hat, ist viel gesagt, aber zumindest es kompetitiv ist. Im Serverumfeld ist es sogar mehr als 50%, wo es eingesetzt wird. Ist Android 50%? Ja, es gibt keine freie Software. Ja, Android ist auch wieder ein schlechtes Beispiel. Okay. Ja. Da sehen wir, wie man wieder eingekastelt wird. Ja. Da ist man der miese Vertreter, der Freiheit möchte als User. Ich hätte gerne deine Meinung. Okay. Dennis, wirklich. Ich möchte, dass du sprichst. Das ist bei dem Thema nicht ganz einfach. Ich habe wirklich viel nachgedacht jetzt und ich habe immer noch keine Meinung so richtig. Ich kann nur ein paar Sachen ergänzen. Das mit den Communities. Bei mir hat die Community erst angefangen, als ich eigentlich irgendwann beim Metalab war, weil Sven Kukes mich sozusagen indirekt eingeladen hat, dadurch, dass er es auf Google Plus gestellt hat und ich wollte mal diesen Sven Kukes kennenlernen. Damit hat eigentlich erst vor einem Jahr angefangen. Davon, schau dich an, jetzt bist du Biertaucher. Richtig, genau. Im Prinzip ist jetzt schon eine Sackgasse. Sozusagen ist jetzt der Biertaucher-Podcast und dadurch resultierende weitere Verbindungen erst die wirkliche Verbindung in Communities herein. Mhm. Die Linux-Wochen würde ich jetzt irgendwie nicht als Community bezeichnen, wobei sie auf jeden Fall bei mir der erste Einstieg überhaupt in diese Blase. Wobei jetzt Blase auch zum Teil negativ besetzt ist, aber in diesem Fall wirklich positiv. Community-Zugang war. Also es war sozusagen das Tor, wo ich durchgegangen bin und dann gesehen habe, hier ist ja eigentlich alles wunderschön. Obwohl das Tor steht nur auf freier Fläche, es ist keine Mauer dazu. Also damit wir direkt das mit den Grenzen weg haben. Aber zu Grenzen habe ich auch etwas und das war etwas anderes. Und zwar mein erster
Versuch mit Linux, beziehungsweise GNU-Linux und grafischen Oberfläche, war damals PTS-Linux. Das war, PTS war so ein Softwarehersteller, so ein Deutscher, der hatte so ein, das war, glaube ich, ein Debian-basiertes System. Diese waren sofort wieder weg vom Fenster, aber das war der erste Zugang. Der zweite war dann SUSE. Aber da habe ich dann erstmal gesehen, uiuiui. Ich komme hier nicht mit zurecht. Ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Aber ich wollte es einsetzen. Ich wollte keinen Windows benutzen. Mit Windows kannte ich mich ziemlich gut aus. Also jetzt im Nachhinein kann ich wirklich sagen, wow, dafür, dass ich Windows eigentlich gar nicht mag, kenne ich mich ziemlich gut damit aus. Und dieser Wechsel darüber war eigentlich genau das Gegenteil zu deiner Erfahrung. Bei mir hat da eigentlich eher es angefangen, dass ich mich eingegrenzt gefühlt habe, weil ich mich nicht auskannte. DOS hat mir eigentlich mehr Freiheit gegeben, nur technische Begrenzungen. Und Windows, da habe ich auch nicht die Grenzen gespürt. Da habe ich das erste Mal Grenzen gespürt und ich habe es nicht. Bei Linux jetzt hast du Grenzen gespürt. Genau, mhm. Weil ich mich nicht auskannte. Aber wirklich nur, weil ich mich nicht auskannte. Aber für mich es waren fühlbare Grenzen. Mhm. Aber das andere das war, das ich wollte diese Grenzen sprengen. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da Grenzen gespürt habe und ich dort eingegrenzt war und nicht rauskam, sondern ich wollte die Gitterstäben an diesem Gefängnis, in dem ich gerade sitze, sprengen. Und das habe ich auch geschafft innerhalb von kurzer Zeit. Habe ich mich immer mehr ausgekannt. Mein erster Versuch im Internet war, damals gab es noch gar kein Internet, so wirklich, besonders privat nicht. Ich saß im Internetcafé und habe dann in ein Forum was geschrieben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das war. Ich habe es auch später nie wieder gefunden. Ich habe nur zu SUSE Linux eine Frage gehabt, und zwar, wie richte ich da bitte schön die Soundkarte ein? Ich habe es schon irgendwie mit einer Config-File was gefunden gehabt. Ach, das ist echt herzig im Nachhinein. Das war diese PNP-Geschichte. Ich weiß gar nicht, PCI-PNP. Ja, und du hast es dann geschafft über Forum, oder? Nö. Ich habe den Post ja später nicht mehr gefunden. Mhm. Aber ich habe wirklich mich nicht eingrenzen lassen. Ich habe es dann weiter probiert. Und als ich das nächste Mal im Internetcafé war, war die ganze Geschichte schon vergessen, weil ich es selbstständig tatsächlich noch geschafft habe. Aber es war nicht trivial, besonders Internetcafé. Ich musste also die Lösung alle niederschreiben, weil ich mir die Druckkosten sparen wollte. Habe ich alles auf Papier geschrieben, nach Hause mitgenommen und dann umgesetzt. Zur Ursprungsfrage zurück. Siehst du irgendeinen Sinn davon, sozusagen freie Software oder Stallmannsche Ideologie, positiv gesehen, in einer Schule zu leben? Wenn es jetzt einer macht. Siehst du dadurch einen guten Effekt für Kollegen und Schüler? Ich war an einer Schule, wo das so ein bisschen zwiespältig war. Es gab einerseits, die ganzen Lehrer wollten Windows benutzen. Mhm. Aber es gab dann einen Lehrer, der war richtig heiß drauf. Ja, der hat im Prinzip überhaupt das Interesse in mir geweckt. Solche Sachen wie mit X-Hörern rumspielen. Mhm. Boah, das fand ich. Ja, eigentlich hast du vollkommen recht. Ja, okay. Hast du das gehört? Hey, weißt du was? Hast du das gehört? Oh mein Gott, du bist der Beste. Du hast wirklich geschafft. Ja, das aber ist ja genau das, was du brauchtest. Stimmt. Jetzt ist der eine Lieblings- Lehrer, ja? Okay, das ist der Beste. Der hat die richtigen Stichworte gegeben. Ja, die richtigen. Nein, der hat das Interesse geweckt. Der hat, was du sagst, der hat das Interesse für dich geweckt. Der eine Rebel-Lehrer. Ja, ja, genau. Und jetzt bist du verdienstgut und kannst deinen Schwiegereltern das Wohnzimmer vollstopfen mit Raspis und deine Freunde. Die wundert dich dafür. Der hat dich gemacht. Ja, so du wirst uns Windows-User. Aber jetzt kommt noch was anderes, okay. Was ich noch, wenn wir dann schon so weit sind. Stimmt, jetzt fällt es mir auf. Ja, es war tatsächlich die Lehrer. Und nein, eigentlich habe ich vorher schon Linux benutzt, aber der hat noch weitere Interessen geweckt. Allerdings war der eher ein Atari-Mensch und mit Atari hatte ich nichts zu tun. Die gab es ja nicht mehr. Und da sind wir komplett gescheitert und ich habe es auch nie wieder probiert. Aber es gab noch den anderen Lehrer, der keinen Linux so wirklich benutzen wollte, aber es irgendwie musste oder er wusste nicht ganz genau. Ja, jedenfalls, wir sollten dann einen Samba-Server aufsetzen und wir haben es nicht geschafft, den mit den Windows-Clients zu verknüpfen, weil ihm war Windows wichtiger. Und da habe ich es auch weiterhin probiert. Es war aber Windows XP, das war mit den alten Samba-Servern. Du hast in der Schule dann probiert für den, das zu machen. Ja, genau. Ja. Wir haben es nicht wirklich, wir haben es nie hinbekommen, weil die Samba-Server es einfach überhaupt nicht mit den Windows XP-Rechnern sprechen konnten. Also Windows XP konnte, irgendwie sowas. Ja, jedenfalls, wir sind
Oder war das ein Windows-Server? Ja, was war der Effekt von dem anderen Lehrer? Ja, eigentlich waren beide irgendwie diese... Der eine hat sozusagen das Interesse geweckt, mal umzuschauen. Mhm. Und der andere hat das Interesse geweckt, konkret was zu tun. Das schafft man nicht und ich will es trotzdem schaffen. Ah. Ich habe einen Linux-Kernel sogar dann in einem Vortrag, weil der Lehrer halt nicht so viel Lust hatte, damit sich umzutun, habe ich dann einen der Klasse gezeigt, wie man den Linux-Server, wie den Linux-Kernel selber kompiliert. Also du hast eigentlich, weil der Lehrer das nicht gemacht hat, sozusagen nicht nur ihm, sondern allen Kollegen, die dich dann reingehabt. Meinen Klassenkameraden, ja. Weil ich da, ja, das hat mich damals schon interessiert gehabt. Ja. Stefan, was sagst du zu dem Konzept, als Lehrer wenig tun, um den Ehrgeiz der Kinder zu erwecken? Ist das nicht geil? Wenn es funktionieren würde. Spezielle Schule. Absichtlich schlafen, schlaff sein, um das Gute in anderen zu wecken. Mm. Dazu habe ich eine Geschichte. Das hätte ich gleich. Stefan verzieht gerade sehr das Gesicht. Ja, ja. Ja. Ich glaube, wir haben. Die in Richtung für nichts tun bezahlt werden, für Minderleistung ist gut. Das ist einfach nicht der Punkt. Dort sind nicht versagen. Die Probleme. Dort sind nicht die Probleme. Momentan, also das mit freier Software ist gar nicht momentan das Kernproblem, weil es genug Alternative gibt. Also es ist jetzt nicht die Gefahr, weder die Gefahr, dass Apple übernimmt, noch dass Microsoft übernimmt. Doch. Das Kräftegleichgewicht ist austariert genug. Da passiert nichts. Ich glaube dir das. Es passiert in nächster Zeit an anderen Ecken. Ich sage, Peak-Freiheit ist vorbei, also da sind wir schon drüber. Es gibt Peak-Freiheit. Achso, ja. Wir gleiten Richtung. Es geht bergab, ja. Wir werden jetzt ein paar andere Sachen in nächster Zeit erleben, wo es mit losgeht. Das eine ist das Thema Netzneutralität, wo die Provider anfangen werden, an allen Ecken und Enden zu melden. Das werden sie sich nicht entgehen lassen, wenn sie nicht reguliert werden. Und ähnliche Geschichte glaube ich auch, dass die großen Services, die die Kinder und Jugendlichen heute verwenden, das Problem sein werden in Zukunft, weil sie Netze schaffen innerhalb des Internets. Also das abgeschottete und das Gated Communities so und das Facebook eigentlich. Und, ja, und ja. Das Internet damit ja. Im Großen und Ganzen abmurksen ja. Könnten als freies Service. Das eine ist eben Facebook, das zweite ist momentan WhatsApp. Was ja auch die Frage Facebook ist, wie das die ganze Geschichte dann weitergeht und was das nächste dann wieder ist. Und es gibt eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Usern, die nicht erkennen, dass es außerhalb von Facebook noch was gibt, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Das ist ja das Thema mit der Netzneutralität in einer der Aspekte. Ja. Einer der Aspekte. Und da gibt es auch dann diese Geschichte mit diesem beschränkten Internetzugang, wie es einige Firmen anbieten, rund um Google und rund um Facebook und wo Wikipedia auch mitspielt, wo es dann auch wieder Diskussionen gab, wo man Millionen von Indern Zugängen gibt, ja. Die dann aber nicht Internetzugänge sind, sondern Servicezugänge auf die Und du glaubst nicht, wenn man als Lehrer jetzt Schülern erklärt, Schatz, das sind die vier Grundfreiheiten Stallman, das ist die freie Software, dass die dann selber checken, Moment einmal, so eine Gated Community braucht man ja andere Freiheiten. Nicht angeleitet, nein. Nicht angeleitet. Das und braucht eine relativ immer, lange Erklärung. Also was ist das Problem bei dieser Argumentation? Ja. Wenn du als Lehrer zum Beispiel ein Kind hast, ja, und du möchtest Titan vermitteln, der hat nur einen Windows-Laptop, der macht aber auf Titan ein total gutes, schönes Programm und verwirklicht sich, dann würdest du nicht hingehen irgendwie und sagen, so, aber das Programm ist schlecht, ich hau diesen Windows-Laptop auf den Boden und trampel drauf. Das könnte vielleicht auch auf Boden von... Ich bin jetzt nicht bei Facebook und möchte nicht dafür argumentieren, aber ich spiele mal den Advocatus Diabolo, dass da Leute miteinander auch einmal ins Reden kommen, vielleicht eine sinnvolle Facebook-Gruppe gründen und zum Beispiel irgendeine Initiative für einen Bezirk, das weiß ich, und dann steht was Gutes, obwohl es im Keller das Fundament, das Facebook, nicht positiv ist. Es ist immer die verschiedenen Ebenen, die da reinspielen. Du kannst nicht in einem perfekten... Wir dürften überhaupt keine Software verwenden. Alle Hardware ist zu, ist nicht einsichtbar, ist nicht offen, das gute alte Problem. Eigentlich müssten wir aufhören und offline gehen mit den ganzen Sachen. Es gibt diese hundertprozentige Leiter runter bis zu den kleinsten Bausteinen einfach nicht, wo alles immer korrekt ist. Man muss
wie du schon gesagt hast, immer so dann die Neugierde, wenn du ein Tor oder ein Thema findest, wo dann jemand eine Technik verwendet, die Freiheiten bietet, die nicht durch 100% durchkommerzialisiert ist, kannst du hier ja das Interesse wecken und sagen, schau, und diese Mechanismen, und da schließt sich das eine zum anderen. Ich bin immer nur dagegen zu sagen, irgendwie so ganze Themenblöcke gleich so drunter zu hauen mit so einem Holzhammer-Argument mit, ja, aber das ist ja die Plattform und vergiss das, dann kann das ja schon gar nichts sein. Also immer im Positiven argumentieren. Das heißt, du sprichst dich für Tunnel Over Ping aus. Tunnel Over Ping, ja, das ist im Prinzip. Tunnel Over Ping. Ja, das ist im. Oder Over DNS, weil DNS ist Murks für solche Sachen. Facebook ist auch Murks, das ist sozusagen eine Analogie, dass man über Facebook drüber tunnelt. Genau, und dann kann es ja in der Kommunikation, was dann noch weiter ist. Ja, aber Facebook hat hier die komplette Kontrolle dann trotzdem. Es bleibt problematisch, aber es ist halt die Frage, wird man die Leute durch das Verdammen von Facebook jetzt davon wegbewegen? Oder nee, man muss was Besseres schaffen. Selbst das Bessere ist immer schwierig, gerade bei Kommunikationsformen und offenen Standards. Ja, es müsste etwas Besseres sein, wo die Menschen nicht sagen, boah, das ist besser, weil es frei ist, sondern boah, das ist besser, weil es besser ist. Also die dürfen gar nicht merken, dass was ja, besser Vorsicht, ist. Das ist genau die Falle, da gibt es aber Stallmann auch viel ideologisches Dings. Ja. Das ist ja der Punkt, wo ich vorhin hin wollte. Oft wird da kommentiert, ja, verwend freie Software, weil die ist besser, weil sie ist zum Beispiel billiger oder sie hat dieses und dieses Killer-Feature. Das ist genau das, was du sagst. Aber auch völlig scheißegal. Das also meine Eltern, mein Bruder benutzen alle alles das, was, wo ich sage, benutze es nicht. Ihr werdet es in 10 Jahren bereuen, sie tun es trotzdem. Und damit kann ich direkt sagen, ja, es funktioniert definitiv nicht. Sie sind nicht feature-gelenkt sozusagen. Es ist nicht etwas, weil das die besseren Features hat. Nein, mein Punkt ist, man sollte nicht freie Software benutzen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, den kriegst du aber nur draus, wenn du Lehrer hast oder Advokaten, die das aktiv propagieren, weil sonst passiert da nichts. Ja. Das ist ja auch meine Erfahrung, macht, wenn ich mit irgendeinem Lehrer rede und dann sagen, du jetzt, warum zahlt eure Schule Lizenzen für irgendein Ding, wenn es hinten und vorne kein Geld hat? Habt ihr plötzlich Geld und dann Lizenzen zahlen, nur dass euer Beamer auf euer Whiteboard irgendwas beamt, ja, so was früher mit einer Kreidetafel ging, dafür ist dann plötzlich Geld da und andererseits die Kollegen morden dich, wenn du versuchst, LibreOffice statt Microsoft Word einzusetzen, weil das ist dann schon wieder zu viel Zumutung, dass das jetzt anders ist. Und nein, also dieses Ganze, weil es alle so machen und diese Trägheit der Masse. Und ja, also was mein Punkt ist eben, man sollte Bewusstsein dafür schaffen, dass du Freiheiten hast und dass etwas gut besser ist, weil es dir Freiheiten gibt. Selbst wenn es jetzt mickrigere Features hat und irgendwie nicht so, selbst wenn es sogar mehr kostet, also es soll nicht das Kostenargument, sondern das Freiheitsargument, das Thema Länge sein. Besonders mit dem Kostenargument kommst du einfach nicht weiter. Weil es eh nicht dein Geld ist. Weil das oft ja auch bei Firmen und solchen Strukturen sind, aber bezahlt und Support, bezahlt und Support. Da steht man ganz schnell an. Und hier haben wir noch etwas, was ich nämlich auch sagen wollte, nämlich eine Sache, die, wo ich Stefan überhaupt nicht recht gebe, dass die freie Software derzeit keine Probleme hat in der Hinsicht, dass sie angegriffen wird. Microsoft hat erkannt genau diesen Massenträgheit und sie haben erkannt, dass Docker der neue heiße Scheiß ist. Docker. Ja. Docker. Dissen Sie Docker oder was? Wie bitte? Sie dissen jetzt Docker? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie wollen, dass die Massenträgheit, die Windows einsetzt, auch bei Windows bleibt und nicht zu Linux wechselt. Ja. Weil Docker hat einen Docker-Standard, in Anführungszeichen, der setzt Linux voraus. Und das hat Microsoft erkannt. Scheiße, die Leute läufen uns jetzt alle weg. Muss ich erklären, Docker ist so ein Stack, wo du virtuelle Maschinen hostest? Oder ja, im Prinzip, wo du Images fix und fertig zusammenstellst und dann deployen möchtest. Aber auch andere können es zusammenstellen und du kannst von anderen diese Images benutzen. Also, ob ich was ich von Docker halte, lasse ich jetzt mal weg. Jedenfalls, das ist gerade der neue heiße Scheiß und Microsoft hat erkannt, die Leute werden uns davonlaufen, weil wir kein Docker unterstützen. Und virtuelle Maschinen werden sich die Leute nicht auf unseren Windows-Maschinen einsetzen, also müssen wir selber Docker einsetzen. Deswegen bringen sie jetzt Linux-Support mit in Windows hinein.
Und das ist eher eine Gefahr. Und ich wünsche mir, hoffe und glaube, dass das Gegenteil eintritt, dass dadurch mehr Leute mit Linux in Kontakt kommen. Weil schon durch ihr Windows auf Linux. Weil sie es unter Windows auch ausprobieren können. Okay, das und dann ist auch sagen können, wenn ich jetzt eh schon Linux mache und nur meine unterste Geschichte, dann Windows, das ich nicht brauche. Bei mir war das übrigens nicht das Argument, die Lizenz zu zahlen, weil die Lizenz hat man meistens eh schon, sondern dass man Performance einfach rausholt, weil es wirklich dann effizienter läuft. Ich bin so geschwenkt im ersten Schritt auf einen ESX-Server, habe auf dem virtualisiert verschiedene Dinge betrieben, das war VMware, das war so vor 8 Jahren so, und dann nach einiger Zeit habe ich gelernt, dass der VMware-Server sogar ineffizienter ist als das im Linux eingebaute KVM als Virtualisierungstechnologie und bin auf das umgeschwenkt. Und bin auf die Art und Weise von über zwei Schritte von auf Windows Linux-virtuelle Maschinen zu Linux-virtuelle Maschinen auf Linux betrieben. Der nächste Schritt ist, ohne Virtualisierung auszukommen. Ja, genau. Der nächste Schritt ist dann Bare Metal Hypervisor zu haben. So Docker ist ja im Prinzip ohne Virtualisierung. Ja. Das ist das Positive an Docker. Also ich glaube das momentan nicht. Ich glaube nämlich wirklich, dass, wie du das auch gesagt hast, dass sie erkannt haben, dass da ihnen Fälle davon schwimmen. Aber ich glaube, dass die Fälle schwimmen sowieso. Ob sie jetzt mitschwimmen oder nicht mitschwimmen, ist egal. Und ich finde es interessant, dass sie in einigen Bereichen jetzt in Richtung Open Source gegangen sind. Nirgendwo so. Nicht offen. Doch, Open Source. Bei .NET, ein Teil des Frameworks. Dann auch das Aufkaufen mit dem Mono, da müssen sie auch scheinbar doch Angst gehabt haben. Ja. Was ich sehr merkwürdig finde, weil Mono ist für mich vollkommen irrelevant. Ja. Da gibt es meiner Meinung nach viel bessere Stacks als den .NET Stack. Ich glaube, dass ihnen bei .NET ein bisschen die Sachen wegschwimmen. Und ja, interessant, was sich da so alles tut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind sie ganz anders unterwegs als noch vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren, zu Palmer-Zeiten, wo noch Linux so richtig verteufelt worden ist. Und jetzt sind wir auf jeden Fall in einer anderen Phase, wo das ist, ja, wir tun ja mit allen gut und brav und so. Und das ist, ich weiß nicht, weil du gesagt hast, das mit den Freiheiten aufzeigen. Ich sehe als einen Hauptzweck des Informatikunterrichts, Fähigkeiten zu vermitteln und vor allem die Fähigkeit, Wissen zu akquirieren, zu vermitteln. Und eben nicht zum Beispiel nicht Word zu unterrichten, sondern Textverarbeitung oder Textbearbeitung. Ist meilenweit von der Realität entfernt. Damit kommen wir in die Richtung der Konzepte. Und sowas lässt sich mit freier Software leichter vermitteln, weil ich da zwischen verschiedenen Paradigmen wechseln kann. Ja. Ich könnte im radikalen Ansatz ein LaTeX und ein LibreOffice und irgendwas mit Markdown machen, dann habe ich drei komplett unterschiedliche Ansätze, wo ich mir mit Windows-Software wesentlich schwieriger tue, bis ich die dort zum Laufen kriege. Sie läuft auch irgendwie dann immer. Ne? Im Großen und Ganzen ist ja alles dorthin auch portiert worden. Aber ich tue mir viel leichter, es unter Linux zu machen. Und was schon ein Feature ist, ich kann das auf einen USB-Stick kopieren und kann den Schüler in die Hand drücken, da stöpselst du es zu Hause rein, boot von dem und lauf von dem weg. Aber du argumentierst jetzt rein auf Heterogenität und Features und du, eigentlich könnte man die Freiheiten weglassen bei deiner Argumentation. Es könnten jetzt auch verschiedene kommerzielle Software sein, die du unterrichten willst. Verschiedene kommerzielle Textverarbeitungen. Entschuldigung, das wäre noch möglich gewesen dabei. Mir ist es um Konzepte gegangen. Ja schon, aber du kannst Photoshop unterrichten und irgendeine andere kommerzielle Grafiksoftware. Aber ich kann noch eine dritte kommerzielle Grafiksoftware. Aber ich kann es den Kindern nicht mit heimgeben, sodass es dann zu Hause auch billig wird. Ja, das ist ein Feature. Das hat alles nichts mit Freiheit zu tun. Das hat schon mit Freiheit zu tun. Ja, du kannst ja theoretisch von allen drei Herstellern eine Gratis-Version am Stick kriegen oder Schüler-Version am Stick und dann kannst du es ihnen trotzdem mitgeben. Wenn das so wäre, dass dann die Software für jeden frei verwendbar wäre, dann wäre auch die kommerzielle Software eine freie Software. Nein, wäre sie nicht. Das wäre dann nur eine Gratis-Software mit einer Studentenversion, mit einem Studentenaccount, wie es das ja derzeit hast. Freie Software erklärt sich nur über die vier Freiheiten. Ja, eben. Wenn mir geht es darum, das zu pushen und nicht drei Studenten-Probierversionen von einer Grafiksoftware, die jede drei proprietär ist, den Kindern zu geben. Verstehst du? Du hast vorher jetzt argumentiert, du möchtest bei LaTeX und Markdown und noch was unterrichten, um sozusagen eine Heterogenität
zu unterrichten, dass die Kinder merken, aha, Textverarbeitung ist ein Konzept, das unabhängig von der Implementation ist. Ja. Ja, das unterstütze ich voll. Ja. Ja. Nur das Argument ist für mich jetzt nicht zwangsläufig ein Argument für freie Software, sondern nur für verschiedene, unterschiedliche Software, die auch proprietär sein kann. Ist sie dann noch proprietär? Ja, du könntest da, was weiß ich, drei verschiedene Grafikprogramme unterrichten, die alle drei proprietär sind. Photoshop und Photoshop und Photoshop. Verstehst? Mit der Argumentation. Wie definierst du proprietär? Ja, dass es nicht die vier Grundfreiheiten hat, selbst wenn es eine Gratis-Version ist. Selbst wenn es eine Studentenversion ist. Du verstehst mich, gell? Ja, er jetzt nicht, vielleicht bin ich zu gierig. Mir ging es darum, gibt es sozusagen für euch einen Grund? Wenn ich die Freiheit nicht habe, kann ich es eben auch nicht hergeben. Das ist ja genau der Punkt dran. Nein, du kriegst ja von Microsoft derzeit, von jeder kommerziellen Software kriegst du praktisch gratis oder sehr billige Studentenversionen, die du sehr wohl den Leuten mitgeben kannst. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der Student... Die nach 30 Tagen abläuft oder ja, sowas. Ja, nach 3 Jahren oder wann auch immer. Es ist auf jeden Fall keine freie Software, es ist nur eine Gratis-Software. Weißt du, was ich meine? Der Hauptding für mich ist... Frieden, Freiheit statt Frieden. Ja. Wenn ich sie wirklich mitgeben kann, erfüllt sie dann nicht automatisch diese Freiheiten. Nein, kannst du sie selber weitergeben, kannst du sie im Source-Code weitergeben, kannst du sie umbauen? Ja, das sind eben die Fragen. Wenn nein, du die, nein ja, kannst dann, du nicht. Ja, ich habe aber als Bedingung gesagt, ich muss sie mitgeben können. Na, mitgeben schon. Auf einem inklusive Source-Code. Na ja, okay. Na, das sagst du jetzt. Ja. Ja. Okay. Also, das ist nur eine Frage, wie definiert man das genau jetzt? Das Mitgeben. Ja. Mitgeben. Okay, also ich danke euch für diese Diskussion, die ich jetzt entfacht habe hier. Ich glaube, es hat auch entfacht, da wieder Diskussion. Also ich werde versuchen, da was halt am Talk zu machen und bin gespannt, ob das in Moskau irgendwen interessiert, aber zumindest ist es einmal cool, das einen Talk zu machen. Ja. Jetzt auch, weißt du, noch nicht aufgezeichnet und Dinge. Das ist sicher, ja. Ich muss auch vorher schon den Link machen und ich habe schon unterschreiben müssen, dass sie das auf ihrer Webpage hosten müssen, was man bisher nicht. Kann man es auch verlinken mal irgendwann. Ja, sobald es gibt, ja. Ich schätze, dass dann 10 Leute dort sitzen werden, von denen 4 Leute Englisch reden und von denen werden 5 glauben, sie sind im falschen Talk. Und dann wird eine Frage kommen und wird sagen, can I do that with Microsoft? Und das spannende Aspekt ist durchaus auch, was du alles sagen darfst, nicht? Ich bin zum ersten Mal im Bereich der Bösen, also ja. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber... Kommt wieder in Erinnerung hoch die Geschichte, der CCC hat eine App programmiert, um die CCC-Talks im Apple Store zu veröffentlichen. Und das wurde nicht... Und diese Applikation wurde instant dann zurückgewiesen, weil da auch 9 Videos verlinkt waren, die zum Beispiel die Anleitung gegeben haben, wie man ein Apple-Phone jailbreakt. Ah, das ist natürlich schlecht. Und das ist natürlich nicht konform mit der Apple-Policy. Ehrlich gesagt bin ich nicht dafür, dass Leute, die Apple verwenden, um dort Videos anzuschauen, CCC-Videos gucken dürfen. Ich finde, die sollen sich selber anschauen, was genau in das jetzt... Ja, genau, das war genau. Wie war das jetzt mit den Freiheiten, die man Leuten zubilligt oder nicht zubilligt? Die sind schon im falschen Planeten. Die sollen erst einmal ihre Stallman lesen. Und ist die Hardware, die du verwendest, frei? Jetzt gebe ich den Spin natürlich auch noch. Okay, nachdem wir weitermachen. Macht frei? Ja, es gibt eine freie Hardware, glaube ich, die der Stallman, der experimentiert ja selber immer wieder. Aber der nicht komplett. Ja, der springt sich aber doch in seiner. Es gibt keinen freien Wireless-Stack. Ist es das, was es im Endeffekt dann ist? Also je ideologischer du wirst, desto unfähiger ist deine Hardware, wenn man es überspitzt hat. Ne? Aber was ich zu dir vorhin sagen wollte, niemand ist 100% irgendwas. Nicht einmal die Islam-Typen schaffen das 100%. Wenn man ideologisch argumentiert, hätte man es aber gerne so. Und da sehe ich das Problem in der Kommunikation über Ideologie. Nein, ich glaube, da verwechselst du 2 Sachen. Ideologie als jetzt, wie es etwas sein sollte, und Ideologie als Vehikel, um andere zu dissen, was natürlich schwer zu trennen ist. Weil wenn ich jetzt Veganer bin, ja, dann macht mir das vielleicht jetzt völlig unabhängig vom Veganismus einfach nur tierisch Freude, wenn du jetzt gerade in deinem Kebab beißt, sagst, oh, da war ein Viech drinnen und so. Ne? Ja, Schmerz, ja. Aber das sind 2 verschiedene Sachen. Ja. Hören das die Leute, glaubst du? Nein, ich meine, man kann jeden irgendwie vernünftigen Ansatz
damit kaputt machen, dass man sagt, ja, du lebst ja deine Ideale selber nicht hundertprozentig. Genau, das kannst du aber nicht, solange du lebst, verbrauchst du, produzierst du Carbon und CO2 und hättest dich schon längst selbst umbringen sollen, wenn dir deine Ökoideale irgendwas wichtig sind und so weiter ja, und so fort. Ne? Da eher pragmatisch bleiben. Ja, ja, eh. Aber das ist für mich selbstverständlich, ja, dass ja, man nicht hundertprozentig sein kann. Ich sehe das Problem eigentlich woanders. Mhm. Nämlich das Problem ist, dass Freiheit im Großen und Ganzen mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Ja. Und den sind die Leute nicht bereit einzugehen. Das ist ja das, woran die ganzen Lehrer leiden, die versuchen in ihrer Schule was zu tun. Ja, genau. Und so ausmäßig, die werden ja nicht von den Schülern gedisst und nicht einmal unbedingt vom Elternverein, sondern von den Kollegen. Es ist ja extrem schwer, die Kollegen mitzunehmen. Die Lehrerkollegen. Von den Eltern genauso. Also das war ziemlich konsistent, weil die Eltern gesagt haben, die Schüler brauchen es für den späteren Einsatz in der Firma. Genau, und ich kann mich dann erinnern, wo ich dann bei einem Steuerhändler gearbeitet habe, wo wir dann darüber diskutiert haben, wie das ist. Ob man nicht auf, damals war das noch Open Office, da gab es LibreOffice, glaube ich noch nicht, ob man nicht auf das umsteigen können, weil da sind wir gerade geswitcht von Office der 2000. Dann sagt, ja, dann kriege ich keine Mitarbeiter, die damit umgehen können. Weil alle in der Schule ja nur, das mal, ja, und da haben wir gedacht, ah, jetzt hast du das von beiden Seiten genau, schriftlich ja, gekriegt. Ne? So dieses Dilemma. Und in Wirklichkeit wollten weder die einen das andere lernen, noch die anderen das eine lernen, und damit war immer das Problem. Das war so ein Henne und Ei. Das ist die Trägheit, wenn es da mal absolut die Trägheit, ja, absolut. Ich bin fertig mit dem Thema. hast du da gereicht? Nein, ich möchte nur. Ich möchte gleich nicht den schöner Leben-Teil weg. Kommt noch. Oder du hast da noch was? Eines kannst du uns schon noch erzählen, weil das ist ja spannend. Ein Artikel für dein International Open Magazine. Yeah! Und das klingt so nach Sequest. Vertical Ocean. Sequest, genau, ja. Also ich muss sagen, ich verliebe mich derzeit immer mehr in Medium.com. Das ist so das Facebook für Leute, die gerne hübsche Artikel lesen. Okay. Medium.com, ich weiß nicht genau, welchen superbösen Medienkonzern und wahrscheinlich Murdoch persönlich oder es gehört, ja. Aber es macht meinen, auch nach für ein Social Network macht es ziemlich vieles richtig. Du hast halt, es ist eher so gedacht, dass längere Geschichten, die du sonst in so einem hübschen Monatsmagazin findest, ja, da eben online gestellt werden. Du kannst auch selber drinnen posten, du hast einen relativ coolen Editor, du kannst Kursivschrift verwenden oder so ein bisschen formatieren, kannst auch mehrere Fotos in ein Posting reintun, nimmt das Google Plus und Facebook dieser Welt, und je nachdem, wie sehr sich der Autor halt anstrengt, hast du dann beim Lesen halt wirklich so ein, also das ist alles schon super layoutiert, also du hast dann wirklich große Fotos, aber trotzdem so einen eher schmalen Textstreifen in der Mitte, der die Augen nicht so sehr belastet. It's easy on the eyes. Und es gibt nicht nur unten eine Kommentarsection, sondern du kannst auch, wie dieses eine Feature, was ich mal vorgestellt habe, du kannst auch so Textstellen anstreichen und dann sozusagen da in einem Kommentar genau auf diesen Satz dazugeben, der dann mit einem Seitensternchen markiert wird. Ah, ja, genau. Und das ist jetzt das, was mich wirklich mag, weil das hat sonst außer Diaspora und so GNU Social, glaube ich, niemand. Du kannst einen Text auch markieren als Lizenz Creative Commons. Also du kannst wirklich Creative Commons lizenzierte Texte einstellen in dieses Netzwerk. Was mir persönlich sehr wichtig ist, weil wenn ich mich schon so am Netzwerk ausliefere, dann möchte ich die Lizenz bestimmen können. Leider ist das so, dass kaum jemand das auf diesem Medium.com verwendet, dieses Feature. Es ist auch nicht sehr großartig. Es ist nicht versteckt, aber es ist auch nicht sehr sichtbar. Und vor allem die Default-Einstellung ist, dass es nicht Creative Commons ist. Und ich habe auch nicht entdeckt, dass man nach Creative Commons suchen kann. Okay, aber jetzt zu den Vertical Farmers, den Artikel habe ich dort entdeckt. Und okay. Brent Smith heißt der Typ, glaube ich, und der hat so ein, der war Fischer in Amerika und war da bei diesem industriellen Fischen dabei, seit er 17 ist oder so. Und er hat jetzt halt sozusagen eine Öko-Firma gegründet und versucht jetzt praktisch Ocean Farmer zu sein, also so ein Art Algenwachstum zu fördern vor der Küste und dann praktisch einen kleinen Patch küstennahes Gebiet halt sehr intensiv. What could possibly go wrong, oder? Ja, das ist sehr öko, sehr cool und alles. Und was mich jetzt interessiert hat, war, ich habe drunter gepostet, weil die E-Mail-Adresse nicht da war, kann ich das republizieren unter Creative Commons Lizenz. 10 Minuten später war, ja, kannst du. Und bei Fragen wende ich an greenwave.org, also an seinen
von der Öko-Organisation die Pressestelle. Den habe ich dann geschrieben, bla 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 bla, ich will das und das und das. Und die alle, ja, passt. Und Chuck habe ich das gemacht. Ja, das hat mir extrem gefallen. Ich habe auch vorgeschlagen, ihr könnt ja selber gleich seinen eigenen Artikel Creative Commons lizenzieren. Ja, genau, das wäre sinnvoll. Da der befreit ist, weil ich ihn befreit habe, hat er nicht gemacht. Ich nehme an, der sitzt doch lieber im Fischerboot, als dass er jetzt da herumgurkt auf den Internetseiten. Aber ganz interessante Sache, einfach den Artikel lesen, International Open Magazine oder auf Medium.com. Auf Medium.com heißt er, The Sea Will Save Us. Mhm. Und es geht praktisch darum, eine ökologisch nachhaltige Fischereiwirtschaft, die sehr auf Kelp setzt, also auf Algen. Und von denen gibt es anscheinend sehr viel Essbare auch. Also er pflanzt Algen und dann... Ja, der baut so Muschelkästen, die gibt es glaube ich sonst auch, aber halt irgendwie sturmsicher und kombiniert das dann mit Algen. Und weil dann viele Algen sind, die so nach oben wachsen, gehen dann wieder auch viele Fische hin und so. Und die Idee ist, dass du halt einen kleinen, intensiv bewirtschafteten, aber trotzdem ökologisch kompatiblen Meeresgarten hast, sozusagen, der auch viel CO2 frisst und dann aus den Dingen kannst du wieder Treibstoff machen und alles ganz reibend und super. Und auf jeden Fall besser als irgendwo im Polarmeer da die letzten Fischgründe abzufischen. Mhm. Das Schöne ist, diese Organisation heißt greenwave.org, versucht gegenseitig also ihre Techniken nicht zu patentieren, sondern er schreibt echt, also wir wollen das open sourcen und halt anderen Fischern dann zu helfen, sozusagen nachhaltig zu fischen. Vertical, also Ocean Farmers. Ja, gut. Medium.com. Wo man schöne Sachen liest. Kannte ich gar nicht. Ja, ich kann es auch nicht. Derzeit Radin. Aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wem es gehört. Also, vielleicht rauszumachen, wenn ich das rauskriege. Und der schöne Nebeneffekt, du haust ihnen das SEO-Ranking zusammen. Das ist warum haue ich ihnen das zusammen? Ich verlinke auf sie, wie blöd. Weil, aber du publizierst ja den Artikel auch ja, bei dir. Ja, publiziert, aber da steht rund, der Originalartikel ist dort und da. Das heißt, der Punkt, es reicht, dass der Text einfach doppelt im Internet ist, sollte Google auch deine Seite indizieren, bewirkt das eine Reduktion im SEO-Ranking für sie. Und ich habe Google AdSense drauf und die Cross-Posten, das ist glaube ich dann wieder relativ falsch. Ich muss auch sagen, ich habe den Artikel angereichert, also man kann es sich anschauen. Ich habe eine sehr verwaschene Grafik drauf gemacht und also einen Seitenbalken, so wie gewisse Dinge, die ich mir da vorstelle. Aber ja, ich meine, die wesentliche Leistung war, dass ich gefragt habe und dass ich ihn dadurch befreit habe, also dass er jetzt unter einer freien Lizenz steht. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich würde mich auch fragen, wenn irgendwer gute Artikel sieht, von denen er findet, die können befreit mir einen Link schicken, ich mache den Mist. Gut. Anna, du hast noch immer nicht gerentet. Nee. Mir ist nicht langsam Zeit, oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich renten will. Du kannst auch jammern oder sudern, du bist in Wien, also sudern ist hier ein ausgebreitetes Genre. Ich möchte doch einfach bloß mal. Oh, das ist jammern, das ist nicht sudern. Sie kommt schön Wien an, das passt schon. Sudern ist, was du über andere schlecht redest. Also. Ja. Macht nicht irgendwie, krieg aber so nicht im Kino oder so, machst du? Nein. Erst morgen im Theater. Warst du nicht in irgendwelchen Theatern, die du uns noch nicht erzählt hast? Du hast doch noch ein paar Sachen. Ja, ich habe noch was, aber allerdings würde ich doch machen. ich mache bloß kurz, weil es ist, ich war halt einfach sprachlos vor Wut, weil jemand in München schafft es, dass jemand anders in München sich von mir, die ich in Wien bin, belästigt fühlt. Und ich finde allein die Tatsache, dass jemand auf die Idee kommt, so einen bekloppten Aufwand zu treiben und sowas zu machen, finde ich einfach völlig indiskutabel. Also, soweit ich es kapiert habe, jemand in München gibt sich als Anna aus und stalkt jemand anderen oder belästigt jemand anderen? Nee, jemand in München erzählt jemand anderen, dass ich ihn versuchen würde zu stalken. Sauber, ja. Ja, sauber, genau. Und mir erzählt aber, ja, hör dich doch bei dem, ja, schick dem doch ein Geschenk. Ich glaube, von Leuten, die nicht Computer spielen, sondern die so mit echten Menschen spielen. Das, also furchtbar, echt. Ich,
weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Soziopathen? Schon genug erlebt. Gibt's, gell? Ja, ja. Nein, manche spielen Sims und freuen sich, wenn die Beziehungen zwischen den virtuellen Dingen funktionieren, und manche haben das nicht nötig. Genau. Die können das nicht. Ich bin nach wie vor ein bisschen sprachlos. Ich bin auch etwas, also es tut mir sehr leid, bei derjenige, der sich da bedroht und belästigt fühlt, dem geht es offensichtlich wirklich nicht gut damit. Und ich fühle mich auch nicht gut damit, dass er denkt, dass das auf meine Initiative alles passiert. Ne? Das ist einfach irgendwie aus kein Spaß. Und ich war halt richtig, richtig, richtig sauer. Und noch bin ich ratlos, was ich unternehmen soll, aber irgendwas muss ich unternehmen. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen schweigsam, weil mir das die ganze Zeit so im Kopf rumgeht, weil ich habe das heute Nachmittag eben erst erfahren. Schwierig. Kann man so als Bierdacher Podcast Drohnen ausstoßen, wenn die Anna nächste Woche auch schlecht drauf ist, dann gehen wir nach München und weil wir wollen sie wieder zurück. Wir haben es dann nur für uns. Ich wollte früher sind sie im Mai wieder nach München, jetzt schaut es aber so aus, dass ich jetzt dann vielleicht demnächst auch erstmal irgendwie Sachen klären muss. Obwohl auf der anderen Seite, du hast ja schon gesagt, es gibt Anwälte, die kann man da hinschicken. Sie soll ignorieren immer eine Option. Ich habe ja schon genug kaputt gemacht, indem ich was gemacht habe, grundsätzlich im Leben. Habe ich mir schon oft gedacht, eigentlich hätte ich nichts tun sollen. Mhm. Wir als Computer-Nerds haben gleich alle eine Meinung zum Thema andere. Also andere Menschen. Ignorieren weiß ich jetzt nicht. Ja, geht bis zu einem gewissen Maß, aber in dem Fall, wo ich ja zu jemandem überhaupt keinen Kontakt hatte und den, mit dem nicht geredet habe und den nicht angerufen habe und mit dem nicht geschrieben habe, der fühlt sich jetzt von mir belästigt. Das ist schwierig, weil mehr als ignorieren geht ja nicht. Weiter ignorieren. Fakten für sich sprechen lassen. Wenn B sagt, C stalkt mich und C tut's nicht, weiterhin nicht, glaube ich doch irgendwann auch B nicht mehr. Nee, weißt du, was mich so ärgert, ist es ja nicht das, dass er, also das ist völlig offensichtlich, dass ich den nicht stalke. Das ist jetzt, aber dass da jemand anders, also quasi ein Dritter, willentlich quasi gegen mich agiert, also da möchte ich schon Grenzen setzen. Das möchte ich nicht so gern ignorieren. Weil das finde ich schon, also wenn ich jeden, also sagen wir mal so, in der einen, wenn ich jetzt sage, der eine, weil der ist mir wurscht, der geht mir am Arsch vorbei, dann ist es, ja. Man gibt damit aber auch den Gewicht. Ja, auf der anderen Seite gebe ich dem halt auch, also ich bin ja dann anderen quasi auch ein Vorbild, indem ich sage, okay, der konnte das mit ihr, hat das mit ihr machen können, dann kann ich nicht so haben. Wenn ihr mal einen Sündenbock braucht, die Anna, die ist genau die Richtige. Da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß es noch nicht, was ich mache. Ja, weil das ist mit dem, dass es mit dem Stalken nicht stimmt, ist klar. Das ist ich kann niemanden stalken, zu dem, den ich nicht schreibt, nicht anrufen, nicht irgendwas. Ich habe auch schon Leute gesehen, die dann wirklich schlussendlich in diversen Nervenheilanstalten gelandet sind, nach diversen Aktionen, die haben sich dann sozusagen selber gerichtet durch ihre weiteren Aktionen. Ich kann mich erinnern an Mitternacht Klavierspielen in einem Hochhaus, ist nicht gut angekommen. Da haben es dann doch geholt. Achso. Die Leute mit den weißen Jacken. Ja, gut, ich meine, so, ja. Sagen wir mal, ein bisschen normalerweise, Störung muss ja dahinter ja, stecken. Richtet es sich nur gegen dich oder richtet es sich gegen andere auch? Nicht? Wenn es sich gegen andere auch richtet, könnten es auch die für dich richten. Das weiß ich nicht. Also das ist, und remote agieren ist einmal schwer. Ich bin gerade noch ständig am drüber nachdenken und weiß einfach noch gar nicht, was ich machen soll. Das beschäftigt mich aber genug, dass ich jetzt schlecht mitreden kann. Ja. Ein schöner Lebenthema.
Katzen. Katzen-Content, bitte. Ja, gut, okay. Also ich war auf der Atzen-Ausstellung. Katzen oder Atzen? Das ist das Witzige nämlich. Wir sind zur Katzenausstellung gegangen in Klagenfurt, glaube ich. Nee, Quatsch, nicht Klagenfurt. Breitenfurt. Und die hatten so eine schöne Girlande, also ein Seil gespannt, so eine Wäscheleine und hatten dort DIN A4 Seiten pro Buchstaben ausgedruckt. Aber das K klemmte über einer Lampe. Also war es die Atzenausstellung. Genau, es war wirklich dann die Atzenausstellung. Das ist die Atzenausstellung, die KD verwenden, die Katzenausstellung. Und das N von Katzen hing auch irgendwann oben, dann hieß es dann Atze-Ausstellung, aber nur kurzzeitig. Es hieß aber die ganze Zeit Atzenausstellung. Ja, wir sind dorthin gekommen und haben dann die Katzen in ihren Ersatzpost-Katzenkasten gesehen. Okay, kleinen Käfer. Ja, also wie ich merke, hat hier keiner Deponie gespielt. Wo er den ersten Teil und den zweiten Teil angefangen kommt. Ja, das ist ein Ersatzpostkatzen. Ja, wieso? Ich habe jeden Gag wahrscheinlich, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Oh, wie süß! Es waren so kleine Kätzchen dort in den. Also, da ging es darum, Katzen schon, zu ja, kaufen und zu handeln. Da komme ich gleich Katze zu. Also, erstmal nur darum, was wir gesehen haben. Die ganz viele Kätzchen. Nee, die haben überhaupt nicht gehört. Die saßen da zum, die lagen dann da gemütlich drin. Ja. Dann gab es welche, die in ihren eigenen Katzenstreu lagen, weil ihnen der Käfigboden zu hart war. Also Katzenstreu war ein bisschen weicher. Ja, was war das überhaupt für eine Ausstellung? Wo so viele süße Kätzchen. Ach, das war herrlich. So süße Kätzchen. Allerdings mein zweiter Blick war nur, dass meine Augen getränt haben vor lauter Allergenen, weil ich eine Katzenhaarallergie habe. Ja, was war das überhaupt für eine Ausstellung? Und zwar war das sozusagen ein, ja, ich weiß nicht, wie drückt man sowas aus, ein Schönheitswettbewerb für Katzen. Okay. Und jede Katze hatte dann auch schon einen Preis irgendwo anders mal gewonnen und das hing dann auch draußen dran. Da gab es dann verschiedene Jurymitglieder, die jeweils immer so ein eigenes Terrain hatten, wo dann so circa 12 Käfige im Eck stand und sie in der Mitte hatten einen Tisch und da waren von 3 Stück auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite noch von einer Sporthalle. Und in der Mitte die ganz vielen Katzen in ihren eigenen Käfig. Also diese süßen Katzen wurden da dann sozusagen vorgestellt vor den Jurymitgliedern. Ich finde das alles völlig fragwürdig. Schön, das kommt da. Beim Vorstellen durften sie aus ihren Käfigen raus? Oder sie ja, werden also sie nur da vorgestellt oder wurden sie vorgestellt? Ja. Also sie, von ihren Besitzern wurden sie aus deren Käfigen geholt, dann zu diesem Preisrichter hingebracht und da waren eben diese 12 Käfige, die wurden dann einmal mit Katzen aufgefüllt. Jeder einzelne Käfig eine Katze und dann wurden die dann vorgeführt. Und das wurde nicht irgendwie so locker genommen, wie man sich es vorstellen könnte. Oh, süße Katzen, das ist meine süße Katze und ich liebe sie so sehr und sie ist die tollste Katze der Welt. Nein, im Prinzip war das alles erstens auf Englisch. Die haben das tot ernst genommen. Spaß da drin gab es nicht. Nerds, das Spaß ist schon ganz so weit weg von Nerds. Aha. Nerds haben ja wenigstens Spaß am Gerät, aber die hatten keinen Spaß. Also spaßbefreite Katzenliebhaber. Boah, das war echt heftig. Die Katzenbesitzer zum Teil waren schon irgendwie Katzenliebhaber in dem Sinne, dass sie dann ein T-Shirt anhatte. I speak Mew! Oder sowas. Aber die Preisrichter, da war dann so eine, da stand ich gerade und die letzte Katze wurde sozusagen, achso, ja genau, an sich schon, wie die das genannt haben, das war der Kampfring. Kampfring. Die durften aber nicht kämpfen gegen die Katze. Doch, natürlich, in Schönheit. Es war ein Schönheitskampf sozusagen.
Sie wurden auf den, im Kampfring sozusagen gezeigt, alle einzeln. Und es war dann so, wie haben die das gemacht, dass eine Katze, wenn du sie aus dem Käfig tust, nicht miau macht und Richtung Ausgang pusht, sind die alle Proben? Ich habe keine Ahnung. Sind die auch phlegmatisch gezüchtet? Ich weiß es nicht. Also das waren halt alles Zuchtkatzen wohl. Im Teil stand sogar dran, was für eine Rasse das ist. Und die Katze wurde dann aus dem Käfig genommen. Eine hat die ganze Zeit miaut, weil sie beim Preisrichter in diesem Käfig war, weil sie noch nicht dran war. Und dann war dann eine, die dann mit so einem Wedel dann am Käfig herumgespielt hat, damit die Katze dann versucht hat, dieses Ding zu fangen, damit sie ruhig bleibt. Und ja, dann kamen die einzelnen, diese Katzen, in diesen Kampfring. Was mussten sie dann machen? Im Prinzip war das so ein Tisch, dann sagte die dann, das war so eine Frau, wonderful face, wonderful Fell und so weiter. Dann haben sie so ein Wedel genommen, haben ein bisschen gewedelt, damit die Katze, damit sie testen können, ob die Katze spielt. Und dann haben sie das Ding schon wieder richtig lieblos weggelegt. Dann haben sie die Katze genommen, wieder ab in den Käfig, haben sich haben sie einmal die Hände abgesprüht, den Tisch abgesprüht, alles mal gewischt und dann kam die nächste Katze dran. Ich mag nichts mehr, als wenn wir Nerds uns über Nerds lustig machen. Das ist, nee, das finde ich abartig. Würdet ihr euren Raspberry Pi so behandeln? Raspberry Pi hin und wieder ist empfehlenswert. Aber wenn ich Wedel spiele, dann Wedel. Also die Frage mag naiv klingen, aber was ist der Sinn so einer Veranstaltung? Ja, die schönste Katze zu küren. Ach so. Und wer ist hat die Katze davon? Nichts, absolut gar nichts. Kriegst du das mit? Nö, ich glaube, die waren super. Die kam ja nicht nur aus Österreich, die kam ja von der ganzen Welt. Ja, also das meiste waren englischsprachige Räume. Ich hab Katzen. Miau! Yeah. Amerikanischer Akzent. Ja, und das ist der Udo von der Waldern. Also deswegen auch Ersatzpostkatzenkasten, weil das ja wirklich postalisch sozusagen verschickt wird, die Katzen. Die wurden der Post hergeschickt? Ja, also sie hatten Transportkäfige dann. Also dort präsentiert wurden sie in wunderschönen Polyester-Kuppelkäfigen. Oder in die aus Österreich kamen, hatten halt Metallkäfige, weil sie transportieren konnten. Mhm. Aber unter den Tischen konnte man die Koffer des Herrchen bzw. Frauchen sehen und den Katzentransportkasten. Für Flugpost, oder? Ja, fürs Flugzeug halt. Mhm. Also es ist so Tierwettbewerbe und Schönheitswettbewerbe in ganz besonderen. Ja. Kommt die Singularität. Okay, ja. Früher habe ich immer gesagt, kommt der Komet, aber jetzt ist es umgestellt. Die AI kürt den schönsten Menschen. Genau. Ja, ja. Du hast einen Komet versprochen und der ist nicht gekommen. Komet? Hast du gesagt? Nein, das hat man halt so gesagt, kommt der Komet. Ach, so interessant fand ich auch, es gab einen Regelauszug von dieser Organisation, sowas wie die FIFA für Katzenschönheitswettbewerbe. FIFA ist für Fußballspieler. Ja. Da war ein Regelauszug. Die Katzen müssen geklippt sein. Also das heißt sozusagen die Krallen müssen entfernt worden sein, also gekürzt gewährt, damit die Preisrichter kratzen können. Und das wäre doch das Lustige, wenn so ein Preisrichter watschen. Die Nägel, ist das eine Katze hat in diesen beziehungsweise Preisrichter-Käfig hineingekackt. Yeah, die hat dich gemeldet. Aber nicht die Preisrichter müssten das sauber machen, sondern die Veranstalter vor Ort. Ah, okay. Also und serviert dabei dann mit schönen Katzen gehandelt? Nein, so überhaupt nicht. Es gab insgesamt nur einen Werbezettel. Es gab nur einen Werbezettel an einer Stelle zu hängen. Da wurde ein Pärchen, 4 Monate oder sowas alt, für 1.900 Euro feilgeboten. Aber das war nur ein Bild. Also die Katze selber war nicht da. Und, es gibt Leute, die zahlen 1.000 Euro für eine 1.900 Katze? Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwei Katzen oder ob das jeweils war. Und die Katzen kosten zum Teil dort tatsächlich, ich habe ein Gespräch mitbekommen, zwischen 2.000 und 8.000 Euro.
Blockchain, die sind nicht dressiert oder irgendwas oder können. Nein, das sind Rassekatzen. Rassekatzen, also die, die schnell krank werden und wenn sie überzüchtet sind. Ja, genau, weil sie überzüchtet worden sind. Die Katzen gibt es da zu kaufen. Also Katzen, die besonders krank sind, Gendefekte haben, die sind besonders teuer. Nicht die schönen Mischlingskatzen, die wirklich dann süß sind. Auf jeden Fall. Ja. Du ehrst es durch deine Anwesenheit. Wir wussten nicht ganz genau, was uns da erwartet. Wir haben was anderes erwartet, weil es gab schon mal eine Katzenausstellung und dort war was völlig anderes gewesen, dort zu sehen, nämlich wirklich die Katzen und nicht Preiskampf. Also Preiskampf klingt jetzt schon wieder falsch, als würde es hier um den Preis geht, den man zahlen muss. Nein, es geht um den Preis, der gewonnen wird durch die Überzüchter. Ja. Also ich empfehle auch wirklich, nachdem ich das gesehen habe, bloß weg davon bleiben. Also nicht unterstützen, weil es kostet auch noch Eintritt. Es war jetzt nicht so viel Geld, aber ich finde das nicht nett zu den Katzen. Also es sind Lebewesen. Wir können mit uns Menschen machen, was wir wollen. Von mir aus kann jeder sich da vorne hinstellen, zum Affen machen, sich in den Käfig sperren lassen, rausnehmen lassen. Dann wird man betüttelt, wonderful face, wonderful fell und so weiter. Und dann wieder ab in den Käfig gesperrt. Mir wohl, aber bitte nicht mit Tieren. Ja. Einfach. Ja. Was ich jetzt gerade total creepy finde, ich bin neuerdings an ein paar Plakaten vorbeigefahren und da stand was von Hundewelpenausstellung und von Babyausstellung. Das fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, wo ich mir gedacht habe, irgendwie was. Also, wenn du schon so komisches Zeug erzählst, wieso wollen Leute Hundewelpen und Babys ausstellen? Also, wie stellen Sie sich das vor? Wenn, sagen wir so, wenn die Hunde, bei Hunden geht das noch, Katzen sind ja Einzeltiere, Hunde kann man sehr gut sozusagen ausstellen, in Anführungszeichen, ohne dass es Tierquälerei ist. Die haben auch oft den Spaß, wenn sie andere Hunde treffen, ja. Richtig, ja, genau. Das denke ich auch mal. Also das sind mit den Katzen, das ist schon was Einzigartiges. Ich fand bloß die Idee so dämlich irgendwie. Ja, aber sobald es um Ausstellen. Ja, genau. Sobald es um Ausstellen in Anführungszeichen geht, geht es ja nur noch um die Schönheit der Hunde und nicht mehr um deren Charakter und um ihre Lieblichkeit. Also ich bin Hundeliebhaber und ich finde es immer wunderbar, wenn Hunde sich treffen und ich finde Rassehunde, die tun mir richtig leid, weil ich weiß ganz genau, man sieht es zum Teil an, dass die Gendefekte haben, dass sie leiden. Besonders zum Beispiel der deutsche Schäferhund ist eine berühmte Rasse, die wirklich Rückenprobleme hat, weil diese Rasse eben mit diesem Gendefekt Rückenproblemen schon auf die Welt kommen. Und wir hatten immer Mischlingshunde und die waren immer richtig. Das war richtig schön, eigentlich mit denen spazieren zu gehen. Die sind auch 18 Jahre ist die unsere Hündin geworden. Sie ist vor einem Jahr jetzt gestorben. Ja, und das ist viel schöner, so ein Mischling, mit dem man schmusen kann, der dann so ein schönes Fell hat, weil das eine Auge hat er schwarz, das andere braun oder sowas. Das gab es bei den Katzen übrigens auch zum Teil. Also das ist wirklich interessant, dass solche Sachen auch als süß wohl bei der Katzenausstellung berücksichtigt wird, dass das irgendwie auch was Schönes ist. Interessant bei Katzen gibt es übrigens, dreifarbige Katzen sind höchst selten. Die meisten sind zweifarbig. Achso, hier sind schon Leute, die Katzen haben. Ja. Eine Katze ist Glückskatze. Tritt ja auch nur bei Weibchen auf, glaube ich, dieses Merkmal. Oder? Aha. Ja, glaube ich, habe ich mal gehört. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Und dass sie nicht alt werden, habe ich auch schon gehört. Das was? Dass sie nicht alt werden. Weißt du? Ach so, ja, das kann wieder gehen. Ja, nein. Für was? Das ist ein Klackschmerz hier, genau. Aber das mit den Hunden kenne ich auch mal, meine Eltern. Ich bin auch mit Hunden groß geworden. Der erste Hund, den meine Eltern hatten, war ein Rassehund und der ist nicht alt geworden. Und die anderen, die haben sie dann aus dem Tierheim geholt, die waren dann alle schon älter. Also die sind deutlich über 10 Jahre geworden, aber die waren ja dann schon älter, als sie kamen. Das waren alles Mischlinge und die waren echt viel gesünder.
Die mit den kurzen Nasen, die man dann so schnaufen hört, schon so Richtung Asthma geht. Boah, wie heißen sie? Das sind einmal die Boxer und die, wie heißen sie? Nicht Spitz. Pekinesen haben auch so. Die haben also Mops, ja genau. Das ist ja alles ein und dieselbe Art. Otto's Mops Kost. Otto's Mops Kost. Ernst Jandl, oder? Ja. Bam! So, weg haben wir noch ein bisschen Kultur eingebaut. Herrlich. Ein letztes Thema, ich bleibe unter zwei Minuten. Und, ja. Oder wollte ich noch jemanden? Oder sowas Schönes hast du? Ja, nein, ich habe was gespielt, weißt du? Ja, ja, gestern und vorgestern. Ich habe mir ja ein Humble Bundle gekauft, das sind schon wieder. Viele Adventures dabei. Und ich habe mir irgendein. Also, hat so eine Grim Fandango Remastered ist beispielsweise dabei. Das werde ich einmal jetzt anzocken. Aber ich habe mal ein kleineres Spiel jetzt angespielt, das nennt sich Lost Echo, also verlorenes Echo, ist 2013 von den Kickback Studios rausgebracht worden. Und ich habe es nicht gekannt, habe es einfach mal aufs Tablet geklatscht, weil es eines der Spiele war, auch das funktioniert hat. Leider bei diesem Humble Bundle funktionieren viele Spiele auf meinem Tablet nicht. Und ist ein relativ klassisches Point-and-Click-Adventure im Science-Fiction-Mystery-Genre. Ja? Mhm. Du spielst den Greg, das ist jemand, der plus minus nicht sehr erfolgreich so einen 3D-Drucker entwickelt, und es beginnt so die Anfangsszene, dass du mit deiner Freundin ein Eis essen gehst und ein bisschen über die Arbeit quatscht, und dann kommt ein großer, was soll man das sagen, Energieblitz aus der Luft, mhm. Und du wirst getroffen, bewusstlos, trägst im Spital wieder auf, und als du die Leute dann fragst, was passiert ist und ob es deiner Freundin gut geht, bist du sehr verwundert, weil keiner kennt die Freude. Du fährst nach Hause und findest auch keine Hinweise, dass du jemals mit ihr zusammen warst. Also das Englische ist schon relativ ein klassisches Setting. Und bevor ich weiter noch darüber rede, es ist in keiner Dimension ist das Spiel irgendwie großartig, und es ist auch nicht relativ lang, weil ich gestern am Abend gespielt und heute am Vormittag, zu Mittag bin ich dann damit fertig geworden. Aber irgendwie finde ich, dass der Ton und auch die Musik geben so eine eigene Stimmung wieder, dass es dann doch hat. Also zwischendurch, die Grafik ist halt 3D gerendert. Das passt gute, clean Look an und für sich zu so einem dystopisch Science-Fiction, was nicht cyberpunkig ist, sondern sowas, so cleane Corporate-Umgebung. Aber ich habe immer ein Problem, wenn die Spielfiguren selbst 3D animiert sind und das aber nicht schön ausgeführt ist. Ja. Weil dann hast du immer so ein komisches Gefühl dabei. Aber was man auf der Plus-Seite hat irgendwie, das Spiel läuft flüssig, es ist, man merkt es, für Touch-Devices hinentwickelt, und das merkt man, finde ich, besonders stark. Also ich bin mir sicher, dass Grim Fandango Remastered wird auch super sein, aber man spürt immer einen riesigen Unterschied bei diesen Point-and-Click-Adventures, ob sie extra für ein Tablet entwickelt worden sind oder im Nachhinein angepasst. Weil ein Point-and-Click-Adventure ist nicht so geeignet für Touch-Devices, wie man sich das vorstellen würde. Ja? Sie haben zwischendurch so Mini-Rätsel eingebaut, wie zum Beispiel operierst du dir mal irgendwie so einen Medic-Chip aus deinem Arm heraus oder musst irgendwie Fotos zusammensetzen und so. Und wie gesagt, es ist nicht lang. Der Plot ist nicht großartig ausgearbeitet oder so. Du hast manchmal schon so das Gefühl, ein Schülerprojekt zu spielen. Aber es hat gewisse Kamerafahrten, es hat eine sehr stimmige Musik, eine sehr flüssige Steuerung, und habe mich für diesen einen Abend und den halben irgendwie, bin ich dann dabei geblieben. Wurdest du gut unterhalten? Und da fand ich das komplett Konzept. Also beispielsweise ist in einem Buchladen, da hält sich mit jemandem und der bemerkt, ja, wenn ich Science Fiction lese, dann lese ich von Cory Doctorow oder Little Brother und so. Also man merkt schon, dass da irgendwie so. Okay. Und teilweise nimmt sich das Spiel an ganz wenigen Stellen selbst auch nicht ganz ernst. Und sie haben sich auch bemüht, so ein paar Twists einzubauen. Also ich glaube, mit einem bösartigen Blick könnte man sagen, gut, ist kein Triple E und das ist alles nicht so elegant und nicht so toll. Ich fand es irgendwie, hat es da doch was gehabt. Es ist keine Empfehlung, aber es ist irgendwie, war ich dabei, und wenn es das nett war, war es nett. Also ich bin ja auch für so kleine... Nochmal, was ist der Name? Lost Echo. Lost Echo. Genau. Also hat es einen Charme?
Ja, auf eine gewisse Weise hat es, aber es hat so viele, es hat so viele Haken und Ösen und der Plot, man darf nicht nachdenken. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen noch zu unreflektiert. Und mir ist irgendwie gefallen. Und ist dir als Spieler jetzt abgegangen, dass gar nichts Handgezeichnetes dabei war? Ja. Es passt zum Stil, ja. Aber wenn man 3D macht, dann muss das auf einem viel höheren Niveau passieren, dass es hübsch ausschaut. Also 3D öffnet eine ganz andere Ebene, was man reinstecken muss, damit was gut ausschaut. So schaut das wirklich, also es ist nicht besonders ästhetisch. Wie gesagt, Soundtrack und manchmal in den Dialogen der Ton und die flüssige Bedienung. Und dass ich da irgendwie, da finde ich sogar ein Feature, so nach eineinhalb, so einem Abend und einem Vormittag bin ich durch und das war eine gute Zeit. Also insofern fand ich es für mich ganz gut. Ich hätte noch etwas zu Humble Bundle. Das dauert auch nicht lange. Da hat schon jemand ganz geschlossene Augen. Oh, er schläft schon. Und zwar habe ich am Freitag Humble Bundle mal wieder mir angeschaut und da hatten sie das Humble Font Bundle. Font Bundle? Ja, mit Schriftarten. Und sie hatten einmal Helvetica. Also Helvetica. Nur die Hälfte des Fonds. Ja, genau, die obere Hälfte. Wirklich? Ja. Wozu brauchst du das? Das zweite war Sans Sans. Sans ohne Serifen oder Sans, was bedeutet das? Ohne. Ohne eben. Genau. Ja, genau, ohne, richtig. Genau. Also doch mit Serifen. Nee, ohne. Also ohne Serifen, ohne Schrift. Also es war sozusagen Blanks überall. Übrigens, da fällt mir gerade ein, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht so ein Witz, weil es gibt tatsächlich von Adobe eine Schriftart, die hat durchsichtige Zeichen, aber mit akkurat gleichen Breiten wie die Times New Roman. Das ist Absicht, damit man die durchsichtig in PDFs verwenden kann. Inzwischen braucht man das nicht mehr, aber es gab tatsächlich so mal eine Schriftart. Aber das nur am Rande. Und die dritte Schriftart war irgendwas mit Fahrrädern. Du hast es dir wegen den Fahrrädern gekauft? Nein. Dem ganzen Bundle ich habe schon ja, es waren drei Schriftarten, den Rest habe ich vergessen, was da noch drin war. Ich glaube, irgendwelche Software zum selber Fonts machen oder so. Aber ich habe doch schon gerade gesagt, das war am Freitag. 1. April. Richtig. Es war nämlich auch nur am Freitag drin. Es stand da zwar ein Timer für ein paar Tage, aber am Samstag konnte man es nicht mehr erwerben. Das war ein reiner April-Scherz und das konnte man auch dem direkt ansehen. Ich fand das herzlich. Ja, super. Nach Comics, Büchern und Spielen. Ich war richtig enttäuscht, dass sie nicht wirklich mal richtig professionelle Schriftarten drin haben, weil Schriftarten sind schon eine Kunst. Wieder ein hypotaktisches Kompositum. Schriftart. Achso, ja, stimmt, genau. Aber Schriftart und ist auch eine Kunst. Nee, Moment. Nee, stimmt nicht. Schriftart ist eine Kunst, aber Art ist ja auch schon Kunst. Das heißt, dass ich habe nur doppelt gemoppelt. Knirsch. Hat jemand noch ein Thema? Ja, wir können auch dann mal langsam, wenn jetzt niemanden irgendwas noch am drückt. Herzen liegt, genau, drückt oder wehtut, dann können wir auch langsam Schluss machen. Wir sind 2 Stunden 45. Das war zu befürchten. Ich kriege nur meine volle Stundenzahl. Jetzt kommt nur noch das Schlaflied. Liebe Leute, ja, ich verabschiede mich. Jetzt haben wir die Kondition für die 3 Stunden. Der einzige Podcast, wo sich die Mitglieder einzeln verabschieden. Am Schlafen. Ich habe eben nach Hause. Irgendwann kommt ein 24-Stunden-Podcast zustande, weil da der nächste schon wiederkommt. Oh ja. Wir machen Schluss, oder? Ja. Machen wir Schluss. Schön war's. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss.